Hallo, liebes Sommerpublikum und willkommen bei unseren besten Filmen. Wir starten weiter durch und präsentieren euch, was wir so noch auf der Liste haben. Und ich bin schon ganz gespannt, was meine Kollegen rausgekramt haben, weil die ein oder andere Nummer, die kannte ich wirklich noch nicht. Also hier, beste Filme vom Homeoffice. Hallo Leute und wieder in vertrauter Runde. Aaron, schön, dass du wieder mit dabei bist. Also, wir haben noch mal einiges vor. Habt ihr schon nachgeholt, Teile angeschaut, irgendwelche Filme, die wir besprochen haben? Ja, eure Filmempfehlung in der letzten Sendung, meinst du? Yes. Nee. Noch nicht. War jetzt nicht so viel Zeit seit der letzten Sendung. Ja, ich bin auch nicht dazu gekommen. Ich habe jetzt tagelang noch mal an den zweiten Teil meiner Top Ten gearbeitet und gefeilt und Verstehe. es war eine einzige Belastung. Ja, ist ja auch nicht die Zeit Muss ich dazu. gleich das wieder reinnehmen. Weißt du, So. lange Winterabende kommen dann ja. Und solange wir dann noch Strom und Gas haben, können wir auch wieder Filme gucken. Ja. Es ist auch immer wieder interessant, wenn man drüber nachdenkt, Top 10 Filme, ja. Also ich könnte mir jeden Tag eine neue Top 10 Filme ausdenken. Und es kommen auch jeden Tag andere Ideen, ja. Wir hatten ja schon mal zwei Sendungen gemacht. Am Anfang haben wir ja schon mal die Top 10 mit Charles durchgezogen. Und die 40 Filme, die da aufs Paket kamen, das waren halt offensichtlich die, die uns zuerst in den Sinn kamen, ja. Schon bei der letzten Sendung, wo wir schon mal den ersten Teil unserer neuen Top 10 vorgestellt haben, da waren schon ganz andere Filme dabei. Und es wird heute auch wieder so sein, wenn man noch tiefer gräbt im Gedächtnis, da kommen dann erst die wahren Perlen, ja, hervor. So wie heute, glaube ich, auch wieder, ja. Yes. Na Okidoki. denn, without any further ado, Ja, lass mich wieder wer fängt an? Aaron anmachen. fängt wieder an, oder? Aaron, du fängst wieder an. Also bei Dystopien und dystopischen Filmen kann ich auch direkt übernehmen. Und zwar, da wäre ich jetzt enttäuscht, wenn ihr den nicht kennt. Brasil oder Brazil von Terry Gilliam Gilliam. wahrscheinlich. Gilliam. Da muss ich wirklich erstmal einmal durchatmen, weil ich kann schon mal vorwegnehmen. Also das war ein Film, da würde ich tatsächlich sagen, ich würde den Leuten, die gerade irgendwie leicht angeschlagen sind oder labil, sich in einem labilen Zustand befinden, den Film nicht empfehlen. Der hat mich außerordentlich verstört und auch noch die Tage danach tatsächlich total ernsthaft sehr so emotional beschäftigt und aufgewühlt, weil der ist einfach nur, ich finde, der Film hat was leicht Geisteskrankes und ist dabei trotzdem genial. Und deswegen ist er auch auf der Liste, weil der ist wirklich fast nicht anschaubar. Es ist eine absolute Tortur, Brasil anzuschauen. Also ganz kurz, der Regisseur ist Terry Gilliam, der ein ja, Crewmitglied ja auch von Monty Python schon war und danach ja auch als Regisseur großartige Filme gemacht hat. Und Jonathan Pryce ist der Hauptdarsteller in Brasil und die Nebenfigur ist Robert De Niro. Und ja, die Hauptfigur heißt in dem Film Sam Lowry und er arbeitet in der Abteilung für Informationswiederbeschaffung des allmächtigen Informationsministeriums. Also man merkt schon, es spielt natürlich auch auf so ganz viele Einflüsse, so dieser dystopische Überwachungsstaat und solche Dinge an und irgendwie so ein System, in dem man gefangen ist und nicht rauskommt. Und dann gibt es natürlich, wie so oft in Filmen, gibt es so den einen Moment, der für die Hauptfigur irgendwas verändert, weil er sieht einmal im Einsatz, sieht er die Frau seiner Träume, von der er sonst immer nur geträumt hat, sieht er tatsächlich im wahren Leben und den Rest des Filmes versucht er eigentlich nur, sie wiederzufinden. Und dann beginnt aber eigentlich so eine Art kafkaeske Fahrt, die total ja eben surreal und verstörend ist und auch von. Also ab der ersten Minute ist dieser Film nur negativ und zutiefst niederschmetternd. Dabei aber auch extrem komplex und gut erzählt und hat eine unheimlich packende Handlung, hat eine unglaublich gute, vielschichtige Art und Weise zu erzählen und spielt mit ganz vielen Anspielungen. Und ich würde auch sagen, ist wirklich zutiefst systemkritisch, weil er dieses.
dieses Wirrwarr an Bürokratie und Verwirrtheit in diesem System so abartig gut auf die Leinwand bringt. Also von mir Brasil, aber bitte mit Vorsicht anschauen, vielleicht einen Tag wählen, wo man das macht, wo man sich wirklich gut fühlt, so ein bisschen Set und Setting an dem Tag abchecken und Terry Gilliam wirklich Meisterwerk, aber ganz schwere Kost, fand ich echt krass. Ja, der Gilliam ist ja sowieso bekannt für so ganz dystopische Geschichten. Hat der nicht auch 12 Monkeys gemacht? Ja, ja, in vielen Laws in Las Vegas. Ja, und dann gibt es auch noch eine Szene bei, wie heißt der nochmal, das mit dem Bubblefish, der Anhalter durch die Galaxis. Da gibt es eine Szene, wo sie auch in so diese, der hat so oft so dieses bürokratische, die Schizophrenie in der Bürokratie hat er oft in diesen Filmen wirklich dargestellt, wo du dir denkst, das ist doch, wie denkt der, wie tickt der? Und die Das hat ja schon Monty Python tatsächlich immer wieder als Thema gehabt. Und Terry Gilliam als einer der Gründer von Monty Python, das ist ja eigentlich sein größtes Verdienst gewesen. Ja. Genau, die Handschrift von Monty Python kann man auch nicht übersehen, auch wenn es jetzt nicht Parallelen hat, aber irgendwie sind so diese Tönung ist da. Okay. Danke für die Warnung. Den Film habe ich noch nie gesehen und werde ihn mir auch nicht anschauen, wenn du sagst, der ist echt verstörend. Ich habe den mir noch nicht reingezogen, nein. Das ist so irgendwie der Film zum Buch 1984. Ist natürlich ein völlig anderer Stoff, aber irgendwie ist es dasselbe, hat man so ein bisschen das Gefühl. Es ist dieselbe dystopische Welt, die da Mitte der 80er Jahre sozusagen... Na gut, Orson Welles ist der älter, Prozess aber. Könnte man vielleicht auch noch mit reinwerfen, Kafka, wo jemand in so eine Situation kommt, wo er eigentlich gar nicht weiß, warum er jetzt da irgendwie wie ein Schwerverbrecher gesucht wird und so. Ich denke, das ist auch mit eingeflossen in dem Film. Ja. Stoner, hilf uns doch mal. Komm, du hast doch hier ein paar Sachen im Petto, wo man wieder auf ja, wir werden wieder leicht. Ich schmeiß eine Komödie rein, die aber trotzdem so tiefsinnig ist. Ich liebe es. Die Götter müssen verrückt sein. Ja. Yes. Wer es nicht kennt, die Anfangsszene ist eigentlich entscheidend. Das ist ein Film, der ist aus Südafrika. Und da fliegt halt so ein Typ in so einer kleinen Propellermaschine, fliegt so halt über die Kalahari-Wüste und trinkt eine Cola, so aus dieser klassischen Coke-Flasche, trinkt die ausgedrungen, schmeißt die einfach runter. Und die landet unten bei so einem kleinen Clan von Buschleuten. Die Leute, Xosa, die mit den Klicklauten. Genau, die mit den Klicklauten, ja, genau, die noch wie in der Steinzeit leben, in kleinen Gruppen, die noch nie irgendwie andere gesehen haben, die noch nie Weiße gesehen haben, nicht wissen, dass da 1000 Kilometer weiter so Riesenstädte sind in Südafrika und so weiter. Die leben in der Kalahari. Und genau dort landet diese Flasche so. Und die geht auch nicht kaputt, ja. Und sie finden die Flasche und das ist halt, sie glauben, es ist ein Geschenk von den Göttern, es ist vom Himmel gefallen. Und es ist ein Material, was sie noch nie gesehen haben. Glas, es ist durchsichtig, du kannst reinpusten, kommt ein Ton raus. Es ist sehr hart, es ist härter als alles, was die haben, weil die haben nur irgendwie Holz oder Stein, aber das ist dieses Glas. Und es gibt es nur einmal. Und diese Leute, diese Menschen, die leben noch wie so in so einer paradiesischen Unschuld. Und durch dieses neue Ding, was nicht in ihrer Welt vorkommt, kommt auch die Gewalt und der Streit in ihre Sippe. Weil sie streiten sich auf einmal mit diesem Gegenstand. Der ist einmalig. Alles, was es vorher gab keinen Grund zu streiten, weil die alles teilen miteinander und so weiter. Und so kommt auf einmal da Gewalt rein und einer haut dem anderen so die Flasche auf den Kopf. Und dann sind alle traumatisiert. Fuck, das gab es noch nie bei denen. Ne? Gewalt, das kennen die gar nicht. Ne? Und dann beschließt halt so der Stammeshäuptling, nee, es ist nicht mal Stamm, es ist ein kleiner Clan, der Clanführer, der beschließt halt, okay, ich muss dieses Ding den Göttern zurückbringen. Und er wirft halt immer so den Himmel hoch, aber die Götter nehmen das nicht. Und dann sagt er, okay, ich muss ans Ende der Welt gehen. Ne? Ich laufe ab jetzt los, bis ich das Ende der Welt finde, dann schmeiße ich es in den Abgrund rein und ich will das nicht haben. So ein Geschenk, was auch ein großer mythologischer Stoff ist. Das ist im Grunde genommen wie die Büchse der Pandora, griechische Mythologie. Da ging es auch so ein Geschenk. Hey, lauter ganz tolle Sachen, aber im Grunde genommen bringen sie nur Zwietracht unter die Menschen. Das ist ja dieser Stoff, der dahinter steht. Und das ist wirklich eine tiefe Weisheit, die da steht. Man könnte auch fragen, wann es bei uns überhaupt angefangen hat, dass plötzlich Dinge zur Verfügung standen, die es vorher nicht gab. Ich würde mal sagen, Zeit der Metallurgie. Plötzlich gibt es Bronze, gibt plötzlich Dinge, die du nicht selber hast. Und ey, der Film ist halt dann so großartig. Der Buschmann macht sich eben auf den Weg und er trifft halt dann irgendwann so
ein das ist irgend so ein Naturforscher oder sowas, der auch voll der Anti-Held ist, der wiederum verliebt ist in so eine Frau, die eine Biologin, die dort arbeitet. Und ey, dann kommen so viele kuriose Szenen, wo diese Kulturen aufeinandertreffen. Gleichzeitig ist es eine Liebesgeschichte. Und irgendwann im Laufe des Films verkommt er dann auch fast schon zu einer Art Klamotte. Also das wird dann irgendwie immer skurriler auch. Plötzlich kommen dann noch irgendwelche aus einem anderen Land, Botswana oder noch irgendein anderer Staat, irgendeine Guerillero-Truppe, die da auch irgendwie durch den Busch tigern. Also es wird dann wirklich richtig wild, aber ist ein großartiger Film, tiefe Weisheit drin und gleichzeitig so lustig und witzig. Der war kultig damals in den 80ern, den hat jeder geguckt und hat auch jeder drüber geredet, über die Colaflasche, ja. Zeitlos. Ja, zeitlos, wirklich. Ja, danke, danke für diese Reise. Ich muss, wisst ihr, wo man den findet? Den müsste es doch irgendwo zu finden geben. Können wir ja noch nachreichen, dann mehr oder weniger. Habe ich heute erst von meiner Top-10-Liste tatsächlich gestrichen. Ja. So, und ich bin jetzt dann auch gleich wieder bei Terry Gilliam, weil das passt jetzt gerade ganz dazu, weil always look on the bright side of life. Habe ich auch überlegt, ja. Jeder kennt ihn, Life of Brian. Wir sind alle Individuen. Ich nicht. Ich nicht. Es gibt so viele kultische Szenen in diesem Film. Der ganze Film, die Groteske, wie er da als Heiland gepriesen wird und auch John Cleese in dem Film in diesen verschiedenen Rollen oder auch vor kurzem erst gesehen, so nach Motto, ja, die Grünen vor 2000 Jahren, wie sie da auf diesen Steinstufen sitzen und dann so eine philosophische Frau sein. So, es ist das Recht von jedem Mann oder Frau, genau. Und warum sagst du das eigentlich immer? Ja, weil ich eine Frau sein möchte. Ich möchte jetzt Loretta heißen. Du kannst ja nicht Loretta heißen, du hast keine Mumu. Und das, es geht so hin und her. Und diese ganze Vogue-Geschichte, die damals schon irgendwie so ihren Anfang gehabt hat, haben die so köstlich persifliert und auf die Spitze getrieben. Was viele gar nicht wissen, ist, dass der Film in England eine riesige Kontroverse und Debatte ausgelöst hat, weil die ja den Heiland beleidigt haben. Und es gab eine Fernsehsendung, wo John Cleese und noch einer vom Team, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es von den Schauspielern oder sonst war, mit zwei Bischöfen geredet haben. Und John Cleese hat die damals zerlegt, der hat die filettiert, der hat diese Widersprüchlichkeiten der Kirche, die ja der Film mehr oder weniger auch aufzeigt, so zur Schau getragen, dass das ein Desaster war für die katholische Kirche eigentlich. Und die haben versucht, diesen Film zu bannen, also diesen Film zu verbieten. Und das hat den Film natürlich dann so Streisand-Effekt-mäßig noch berühmter gemacht. Ja, wenn es verboten sein muss, dann ist es ja, dann muss man ja erst recht hinschauen. Ja, also es gibt da so viele Szenen, wo du dir denkst, das gibt's doch gar nicht. Eine meiner Lieblingsszenen ist, wie sie da diese Graffiti an die Wand malen und dann kommt ein römischer Centurio vorbei und sagt, wie heißt das? Imperativ Romanum Ramen. Und dann muss es dann 100-mal richtig schreiben und er ist fertig und steht so hin, die Römer gehen weg, gut, merkt ihr das? Und dann kommt eine andere römische Legion um die Ecke, so ein paar, eine Kohorte und dann Flucht, weißt du, das ist einfach, wer ihn noch nicht kennt, ich bin mir sicher, die meisten haben ihn schon gesehen, aber es ist wirklich, von allen Monty Python Filmen, die ich kenne, ist das der beste Film, wirklich. Und Terry Gilliam hat damals, glaube ich, auch schon Regie geführt, ja. Ja, großartiges Werk und ich vermisse sowas. So eine Comedy-Truppe oder so eine Künstlertruppe wie Monty Python. Es gibt nicht mal mehr im Ansatz, ja, so ein Intellekt und so ein Witz und das auch noch zu verbinden miteinander. Ach, das sind wir so meilenweit von Judäische Volksfront. So schade. Ja. Volksfront von Judäa. Liebe zu diesen Monty Python-Sachen. Also zum einen erkenne ich auch, es ist witzig und so. Und das ist auch, aber ich komme nicht immer mit dem britischen Humor mit. Aber was mich manchmal verstört hat, ist, rund um den Film entsteht dann so eine eigene Fankultur. Und wir auch, wir können ständig diese Dinge zitieren. Und da, wenn du da so ein Outsider bist, weißt du, dann kommst du da nie rein. Das hat mich so genervt dann manchmal in den 90ern. Weißt du, ich ging mit Leuten ab und jeden Tag kommt dann irgendwann so diese Phase abends in der Kneipe, wo einer von denen halt irgendwie so einen Monty Python-Spruch los hat. Das ist erstmal eine halbe Stunde Monty Python. Und ich kann mir erstmal wieder ein Bier bestellen. So, ja, vorbei, weißt du. Und ja, deswegen habe ich so ein bisschen ambivalentes Verhältnis dazu. Aber hey, der Film ist absolut witzig. And my good old friend Biggus, Stickus. Ja. Geht schon wieder los. Ja. Generell sind einige Dinge so ja fast schon weltweit in den Sprachgebrauch übergegangen, wie now something completely different, was jetzt, glaube ich, nicht, was ja aus der
Serie ist und aus den Kompilationen. Mhm. Und ich glaube auch, Monty Python als Künstlergruppe war maßgeblich prägend für auch den Humor, den wir heute haben. Wenn man an South Park denkt, ich glaube, es wäre nicht denkbar ohne diese Vorlagen, die Art und Weise, das politisch Korrekte so weit auszureizen und auszudehnen. John Cleese ist ja bis heute auch ein Streiter und jemand, der sich dafür stark macht, dass wir uns die freie Rede und solche Dinge nicht nehmen lassen sollten. Und das ist ja... Der tourt übrigens Wahnsinn. Durch Deutschland gerade. Der Tourtitel Last Chance to See Me Before I Die. Das ist 82 und der Titel von seiner Tour ist eigentlich auch mehr, also ich bin mir sicher, den haben sie neulich in irgendeinem Kulturmagazin, haben sie ihn kurz vor die Kamera gezerrt. Last Chance to See Me Before I Die. Der Mann ist einfach großartig. Fisch namens Wanda. Das ist eigentlich, ja, egal. Okay, das war mein humoristischer Beitrag in diese Runde. Jetzt ist der Herr Höfer wieder dran. Ich schmeiß mal rein einen Film von Richard Linklater aus dem Jahre 2001, im Rotoskopieverfahren umgesetzt, mit dem wunderschönen Titel Waking Life. Oh. Waking Life ist ein Film, da geht es um einen jungen Mann, der nicht weiß, ob er wach ist oder träumt. Und er versucht das halt rauszufinden, ob er schon aufgewacht ist aus seinem Traum. Und er redet dann halt eben so mit seinem Professor erst von der Uni, ja, und fragt ihn, kann das nicht sein, dass ich in einem Traum bin? Und im Prinzip rennt der Typ die ganze Zeit nur durch seinen eigenen Film und redet mit fantastisch interessanten Menschen, ja. Unter anderem mit Soderbergh oder mit Alex Jones, ja. Oder, also der trifft ganz viele berühmte Menschen und hat mit jedem von denen so einen fünfminütigen, kurzen philosophischen Plausch. Es geht um Existenzialismus, es geht um außerirdisches Leben, es geht um die Frage des Seins. Und der Typ fragt halt jeden, ob er träumt oder ob er wach ist. Ja, er will es wissen, weil ihm kommen ganz viele Sachen komisch vor. Und dieser ganze Film ist halt auch wie ein Traum gemacht in diesem Rotoskopieverfahren. Also der Film ist in real gedreht. Viele interessante Schauspieler. Es gibt eine interessante Szene auch mit Julie Delpy und Ethan Hawke, die ja zusammen in den Filmen Before Sunrise und Before Sunset auch von Richard Linklater großen Erfolg gehabt hatten. Also immer so ganz kurze Passagen aus irgendwelchen Szenen. Dieser Mensch, der sozusagen die Fragen stellt, der spielt auch gar nicht in jeder Szene mit. Und es ist ein hochphilosophischer Film, der im Prinzip die Frage nach Sinn und warum sind wir da und Existenzialismus und so weiter beauftragt. Es ist im Prinzip so ein Film über die ganzen Philosophien auch der alten Griechen bis über Nietzsche. Es ist, du hast überall mal eine kurze Abhandlung. Wie gesagt, Alex Jones gibt kurz seinen Senf dazu aus seiner Lebensperspektive. Und am Ende kriegst du nicht raus, ob der Typ eigentlich träumt oder nicht, spielt auch keine Rolle. Und wie gesagt auch, der Film hatte halt damals dieses Rotoskopieverfahren neu eingeführt. Also real gedreht mit echten Schauspielern und im Nachhinein als Comic verfremdet. Und das jetzt aber nicht einfach nur mit irgendeinem Filter, sondern da hat sich wirklich eine ganze Künstlergruppe dran ausgelassen, jede einzelne Szene in einem bestimmten Stil zu verfremden, was dieser Frage, ist er jetzt im Traum oder ist das jetzt echt, ist er jetzt endlich aufgewacht, weil in dem Film wacht er ganz oft auf, ja, und fragt sich jetzt, bin ich jetzt wirklich wach? Und ja, großartig gemacht, weil der Film auch eben so wie ein Traum auch umgesetzt ist, ja, mal ist es alles extrem verschwommen, ja, und sehr billig sozusagen umgesetzt, mal ist es sehr, sehr detailreich und der Film nimmt dich sozusagen sowohl auf einer visuellen als auch auf einer bewusstseinstechnischen Ebene immer wieder hoch und runter. Du weißt gar nicht, bist du jetzt wach oder bist du ganz, ganz tief, ja, bei Interception sozusagen gerade gelandet. Und es spielt aber, wie gesagt, nur peripher eine Rolle, weil im Endeffekt ist es ein Film von kurzen, aneinandergereihten Genialitäten an philosophischen Gedanken. Ne? Nichts anderes ist der Film. Und wer so gerade auf dem Trip ist, wie gesagt, der Film war von 2001, 11. September, das war auch so das Jahr und die darauffolgenden Monate, wo ich so mein großes Erwachen hatte. Und da hat dieser Film mega gut reingepasst in diese Zeit.
und deswegen meine Empfehlung, wer ihn nicht kennt, Waking Life, nicht mit einem Trickfilm verwechseln. Es ist kein Trickfilm. Es ist ein Kind würde den Film nie verstehen. Ich denke, die meisten Erwachsenen würden ihn nicht verstehen. Und deswegen meine große Empfehlung, Waking Life. Ja, Frank, dank dir. Das ist wirklich, ja, irgendwie berührt mich das gerade, dass du den auch kennst, weil ich finde, wenn man diesen Film gesehen hat, dann hat man fast schon, das trifft ja nicht auf viele Leute zu, irgendwie eine Connection, weil der ist wirklich so grandios und so was Besonderes. Mir ging es genauso, dass ich das, also ich war völlig baff, als ich den gesehen hatte, was ich da gerade geschaut habe. Und es war da wirklich ist wie eine Erleuchtung, so ein wundervoller bisschen, ne? Trip. Ja, unglaublich. Ja, ja. Es ist wie eine Erleuchtung. Ich habe mir den damals notiert. Ich hatte auch ein Auslandsjahr in den Staaten wie du, Stoner, aber es war nur ein Semester. Und die Leute, irgendjemand von den Leuten da in Upstate New York hat mir den Film damals halt so aufgeschrieben. Und mit den Leuten konnte man auch viel cooler irgendwie über alles Mögliche sprechen, wie mit den Leuten aus dem Schwabeländle. Also Schwurbelände, Ländle. Ja, sagen, wie cool ist mit den Leuten hier bei Homeoffice? So, what? Ja, nein, Quatsch. Nicht aus dem Schwurbelländle, aus dem Schwabeländle. Schwabenland. Ich wusste nicht, dass ich das noch Hochdeutscher aussprechen muss, damit da keine Aber auf jeden Fall hatten die halt mit den Leuten, mit denen ich da studiert habe, die hatten teilweise Eltern, die halt aus der Nähe von hier Woodstock kamen, ne? Also das war da die Gegend und deswegen waren die da auch teilweise nicht ganz so abgeneigt, irgendwie über Drogen und alles Mögliche zu sprechen und sowas auszuprobieren, und die hatten sich halt auch einfach ein bisschen mehr geöffnet in die ein oder andere Thematik, und da hat mir jemand mal diesen Film empfohlen und dann habe ich den erst vor 3-4 Jahren gesehen, und dann in irgendeiner Szene im Auto rastet halt Alex Jones mega aus, und das ist eigentlich nur so eine Autofahrt, wo er 5 Minuten lang die Kamera anschreit, was alles nicht so passt in seiner typischen Art, halt irgendwie so einen Wutausbruch zu haben, aber dabei eigentlich ziemlich gut die politischen Verhältnisse zu beschreiben. Und diese Szene hat es tatsächlich auch in den Film geschafft. Wahrscheinlich war er damals, 2001, noch nicht so ein verbranntes Kind. Mhm, ja. Mhm. Ja. Ja, danke. Ist auf meiner Liste. Aaron. Der wird dir gefallen, Robert. Der wird dir gefallen. Ich habe bei diesen, wie nennt sich das? Guck nur, dann rotoskopisch. Hör ihn dir an. Ja, weil guck nicht hin. Die Sehgewohnheit ist da irgendwie so. Das Bild ist völlig irrelevant für diesen Film. Ja, okay. Nee, zumindest größtenteils. Ja. Aaron, what's next? Dann mache ich es schnell und greife auch wieder was auf, was du gerade reingebracht hast. Du hattest kurz Interception gesagt, du hast von Bewusstseinszuständen und hier irgendwie so verschiedenen anderen Sphären gesprochen. Memento, bestimmt kennen ihn einige, einer der ersten Filme von Christopher Nolan. Und ja, also es ist so, dass Memento wirklich abgefahren ist, weil es ein Film ist, der rückwärts erzählt wird. Er wird rückwärts erzählt, das heißt, er beginnt mit der letzten Szene des eigentlichen Narrativs in der Handlung und endet mit der ersten. Aber innerhalb des Filmes sind die rückwärts erzählten Szenen schwarz-weiß. Es gibt aber auch noch einen Handlungsstrang, der trotzdem vorwärts erzählt ist und farbig ist. So, und aus diesem Grund gibt es auch ganze YouTube-Vorträge von Christopher Nolan darüber, wie man diesen Film verstehen soll. Also es gibt ganze YouTube-Videos, die heißen Christopher Nolan Explaining What Memento Is About. Weil es ist eigentlich nicht möglich, den Film beim ersten oder zweiten oder selbst dritten Mal wirklich in Gänze zu begreifen, was sich dieser Freak damals in einem seiner Erstlingswerke irgendwie da ausgedacht hat. Man könnte natürlich auch zu Recht sagen, es ist ein bisschen zu verkopft, weil er ist wirklich kaum verstehbar mit dieser experimentellen Art, die Geschichte zu erzählen. Grob geht es um einen Mann, der, ich glaube, einen Mord an seiner Frau aufklären will, dabei aber gleichzeitig das Problem hat, dass er unter Gedächtnisschwund leidet und sich alles, glaube ich, nur 5 oder 10 Minuten behalten kann. Und sobald er bei dem Versuch, den Mord an seiner Frau aufzuklären, irgendeine Fährte hat oder irgendein Indiz hat, was ihm dabei helfen könnte, muss er sich das auf seine Haut schreiben, damit er, wenn er es in 10 Minuten vergessen hat, sich über die Markierungen auf seinem Körper wieder daran erinnert, was er schon rausgefunden hatte. Boah, krass.
Diese Komponente kommt also auch noch dazu innerhalb des Filmes, dass der Protagonist am Vergessen ist und sich irgendwann auch an Dinge falsch erinnert, die er auf seinen Körper geschrieben hat, weil er die Zeichen nicht mehr richtig deuten kann. Oh Jesus. Also war Christopher Nolan eigentlich immer so drauf? Überleg mal, Inception, der Traum im Traum, im Traum, im Traum, Super, Interstellar, was hat er noch gemacht? Tenet spielt auch irgendwie der Letzte mit so Zeitverschiebungen. Tenet wird, eine Zeit läuft vorwärts, die andere läuft rückwärts und dann am Schluss kommen alles zusammen. Den habe ich jetzt schon zweimal gesehen und noch immer nicht richtig eingeschoben im Hirn. Der ist doch eigentlich ein Zeitreisender, der uns verarscht hier mit den Dingen, wie sie in der Zukunft dann schon lange normal sind oder so. Also anders kann ich mir das gar nicht erklären. Aber danke. Genau, also heavy shit. Ich will mich nicht so lange dabei aufhalten, weil es ist abgefahren. Ein besonderer Film, Memento von Christopher Nolan, 2000 gedreht. Dieses Rückwärtserzählen dient ja auch dazu, dass man sich als Zuschauer in das Problem des Protagonisten reinversetzt. Ja, der Zuschauer soll genauso wenig und genauso die Verwirrung nachvollziehen wie der Hauptdarsteller, der auch nicht weiß, worum geht's denn überhaupt, wieso steht denn hier was auf meinem Arm? Ach ja, und so. So geht's ja als Zuschauer bei dem Film auch. Ja, genau. Man ist währenddessen eigentlich auch gleichzeitig Detektiv, weil man versucht, den Film zu verstehen mit dem, wie du den Film sehen musst, weil du dir ja immer denken musst, ach so, nee, das ist jetzt ja wieder, das ist ja rückwärts erzählt. Abgefahren. Ja. Stoner, up to you. Jo. Dann werfe ich mal wieder was aus der Kategorie Kinderfilm, Familienfilm rein. Aber ey, die besten von solchen Familienfilmen, oder es gilt überhaupt generell für Kinderstories, also Kinderbücher und auch Märchen, das sind ja die nicht nur irgendwie infantil für die Kinder mit irgendwelchem Billigkram abspeisen, sondern wo auch eine Größe Weisheit auch darin steckt. Und deswegen, bevor ich jetzt hier den Film euch sage, starte ich mit einem Literaturzitat, hot damn, ja. Um die Welt in einem Sandkorn zu sehen und den Himmel in einer wilden Blume, halte die Unendlichkeit auf deiner flachen Hand und die Stunde rückt in die Ewigkeit. Das ist von William Blake, dem großen Mystiker um 1800 aus England. Und die Idee ist eben, die Welt in einem Staubkorn sehen. Hier kommt Horton, hört ein Hu. Und es ist wirklich so, du schaust es an und du denkst dir, okay, also du siehst so ein Plakat, denkst, es ist halt irgendein Kinderfilm, der ist von den Machern von Ice Age und so weiter, die letzte schon reingeschmissen. Ey, aber das ist echt so eine großartige Story. Da ist dieser Elefant und der ist halt gut drauf, läuft so rum so und plötzlich hört er was, hört er ein Hu. Er hört etwas und er glaubt, es ist irgendeine Stimme, die was gesagt hat. Und er checkt, das kommt aus so einem winzig kleinen Staubkorn, was so gerade rumfliegt. Und er schafft es, dieses Staubkorn mit so einem Blatt Papier so ganz sanft zu halten. Und dann guckt er mit seinen großen Augen drauf, ein Elefant so. Und diesem winzigen Staubkorn, da hört er was. Und es ist die Idee, dass auf diesem Staubkorn wieder eine eigene Welt ist. Mit Lebewesen, mit Leuten, so, die dort leben, die halt unglaublich klein sind. So. Und deren ganzes Schicksal, deren ganze Welt jetzt sozusagen in den Händen ist von diesem großen Elefanten. So. Und der checkt es und überlegt, wie kann er diese Staubkörner denn schützen, so dass es nicht einfach irgendwo hier vom Winde verweht wird. Ja? Und er schafft es dann auch irgendwie so mit diesen Leuten dort zu kommunizieren, spielt er so auf zwei Ebenen. In dieser Mikrowelt, da gibt es auch einen Bürgermeister und denen ist die Situation auch auf einmal klar, dass ihre Welt in Gefahr ist. Es gibt Erdbeben, das geht hier ab. Ja? Und die kommunizieren irgendwie miteinander. Ja? Aber in der Welt von Horton, dem Elefant, da gibt es auch Gegenspieler. Da gibt es halt, weißt du, die Leute in seiner Welt glauben ihm nicht. Die lachen ihn alle aus. Haha, der Horton. Er hört ein Huhu aus diesem Staubkorn. Du bist total verpeilt. Du bist so Spinner. Du bist Dreamer. Und es geht sogar so weit, dass sie dann wirklich, dass es so eine Art Hexenjagd gibt. Sie wollen dann tatsächlich dieses Staubkorn, dann es geht so weit, dass sie es irgendwann zerstören wollen, weil sie der Vorwurf ist, der Horton mit seinen Spinnereien, der verdirbt der Jugend den Geist. Deswegen, ey, weißt du, Stein und so weiter. Also auch diese ganzen
Geschichten, wenn du so eine Wahrheit hast, die jetzt nicht im Mainstream drin ist, wie dann der Mainstream auch mit dir umgehen kann, wie du auf einmal dann echt zum Außenseiter wirst. Und Horton ist aber überzeugt, hey, in seinem Schicksal, in seiner Hand ist das Schicksal von dieser ganzen Welt mit dem Bürgermeister und so. Und am Ende ist es dann so, dass der Horton es schafft, diesen Leuten in dem Staubkorn klarzumachen, hey, ihr müsst irgendwie Lärm machen, damit die anderen euch endlich hören, damit die endlich checken, dass es wahr ist, was ich sage. Und die machen dann auch so eine wilde Konstruktion, mit der sie halt den größten Ton auf ihrer Welt irgendwie entfachen können. Das ist dann nur so ein ganz kleiner, leiser Ton. Aber tatsächlich, den hören dann auch die anderen Leute von Hortons Welt. Und letztens wird der Staubkorn, ich weiß gar nicht, wie es dann endet. So muss es irgendwo dann aufbewahren, dass es für immer safe ist. Eine unglaublich intelligente Story und auch super witzig hier von den Ice Age-Leuten. Ist sehr spaßig. Kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn ihr mit eurer Familie, mit euren Kindern was anschauen wollt. Die Kinder lieben den, aber es ist auch so intelligent, dass du auch als Erwachsener dich nicht einfach nur langweilst. Horton hört ein Hu. Sehr gut, der kommt auf meine Liste. Ich suche immer nach guten Kinderfilmen. Ist Horton einfach ein Junge? Oder? Ein Elefant. Ah, sorry. Mhm. Ja, ihr könnt das Bild immer nicht sehen, gell? Wir haben hier keine Bildschirmübertragung, dass die Zuschauer das auch verstehen. Ach so, stimmt. Also, ja, die Zuschauer denken, ich kann nicht bis 13. Nein, wir sehen es hier nicht. Ich sehe das Bild nicht, was hier immer eingeblendet wird. Ich blende das Bild ein, aber... Falls wir dumme Sachen sagen. Genau. Am ganzen Nachmittag haben wir Recherche überbracht, hier die schönen Filmplakate zu suchen. So, ich bringe auch einen Kinderfilm, der aber eigentlich doch auch wie bei allen Kinderfilmen mehr ist. Coming of Age, würde ich jetzt mal sagen, ja, so erwachsen werden, die Probleme, die es im Leben gibt. Und es ist einer von Pixar. Alles steht Kopf, heißt der Film. Die fünf großen Gefühle im Kopf eines kleinen Mädchens, Wut, Angst, Freude, Ekel, Kummer, dargestellt von jeweils einem Charakter, wie die in der Kommandozentrale von diesem kleinen Mädchen da funktionieren. Also es geht um die Geschichte von einem kleinen Mädchen, das aus ihrem behüteten Dorf in Wisconsin oder Idaho oder was weiß ich, irgendwo auf dem Land von Amerika mit ihren Eltern nach San Francisco fährt und dabei dann natürlich die ersten großen Katastrophen im Leben kennenlernt und wie die einzelnen Emotionen im Kopf miteinander interagieren. Das ist so liebevoll dargestellt, von der Geburt an, aber auch wirklich, wie sie sich dann entwickelt und wie die Erinnerungen dargestellt werden, wie die Welt im Kopf dargestellt wird. Das Pixar-Leute schaffen es, einen Raum aufzumachen, der so liebevoll ist und gleichzeitig so tiefgründig. Und ich glaube, das ist auch einer der Erfolge oder eins der Rezepte, warum die Filme so erfolgreich sind. Da sind eigentlich alle durchgehend super, aber der hat mich ganz besonders fasziniert, vor allem Kummer. Also der Charakter, der Kummer darstellt, so diesen niedergeschlagenen, depressiven Typus, der so, es ist wirklich zauberhaft, wenn ihr das mit den Kindern oder wer Kinder hat, ist genauso wie dein Horton Stoner, ist das wirklich toll, aber großartig und vor allem bleibt bis zum Schluss dran, dass die Outtakes, die am Schluss noch drin sind, Katze und Hund meinst du? Da gibt es dann nochmal so einen richtigen Knaller am Schluss, das ist sowieso ein Tipp für alle Pixar-Filme, da gibt es viele Leute, die bleiben bis zum letzten Buchstaben, der durchgelaufen ist am Abspann, weil man weiß, da kommt immer noch so ein kleines bisschen, kommt da noch, also das will man im Kino nicht verpassen. Also Pixar ganz klar mit dabei. Das ist halt wirklich der Freund von der Lieblingsfilm von der Putzfrau, die sich immer denkt, hey Leute, jetzt mal raus aus dem Saal. Ja. Hocken die immer noch alle da. Ja. Der Abspann geht in 10 Minuten. Ja. Ach echt, das wusste ich gar nicht. Das ist ein, sorry Frank, ich habe dich unterbrochen, dass bei Pixar ein Markenzeichen ist, dass im Abspann noch so ein Osterei versteckt ist. Ja, Bei Computerspielen sagt man Osterei. Ist dasselbe, ja. Ja, doch, da ist immer noch was dabei. Ja, ja. Ich finde, Alles steht Kopf ist der beste Pixar-Animationsfilm, auch wenn oben auch gut ist, aber Alles steht Kopf ist super geil und ich finde, das ist überhaupt kein Kinderfilm. Nicht, weil er jetzt irgendwie nicht kindgerecht wäre, das ist er, sondern weil ein Kind den nicht versteht. Das ist ein Film, da Erwachsene lachen sich kaputt. Ich habe mich kaputt gelacht, weil dieser Film wirklich mit allen menschlichen Klischees spielt. Aber man versteht ihn wirklich nur als Erwachsener. Ein Kind kann diesen Film gar nicht verstehen. Ein Mensch, der diese Phasen, diese emotionalen Phasen der Pubertät zum Beispiel gar nicht durchgemacht hat, der versteht den Film nicht. Ja, meiner Meinung nach. Ich fand ihn absolut großartig und das ist absoluter Erwachsenentipp.
wie ich finde. Aber Frank, eins wird passieren. Würde ich den jetzt gar nicht empfehlen. Ich glaube, meine Kinder können mit dem Film nicht viel. Eins anfangen. Wird passieren. Es wird Kinder geben, oder es gibt Kinder, die den als Kind gesehen haben und irgendwann als Erwachsener später den Film nochmal anschauen und dann plötzlich, jetzt verstehe ich das, was ich als Kind schon irgendwie aufgesaugt habe, und dann kommt so dieses große Aha-Erlebnis. Als Kind guckst du den Film völlig anders an. Ja, natürlich, ja. Die Quatschinsel, weißt du. Die verstehst du nicht, aber die macht den Film aus. Da gibt es doch diese Szene, wo sie da in diese reduzierten Figuren kommen, ja, wo es immer, wo sie durch den Tunnel durchgehen und dann quasi immer eine Dimension weniger werden. So, das ist ja schon fast, also das kann man gar nicht beschreiben, ja. So. Also, großer Tipp. Der Film greift halt aus, was passiert eigentlich im Körper eines heranwachsenden Menschen. Ja? Und dann gibt es halt die verschiedenen Emotionen, werden halt personalisiert, ja, als kleine Menschen, die in deinem Kopf sozusagen da sich permanent streiten, wo es jetzt gerade hingeht. So, weißt du? Großartig, großartig. Sehr schöne Idee, sehr schön umgesetzt. Mir an manchen Stellen einfach zu bunt, so, ja, dieses übertriebene Animation und aber ansonsten die Handlung. Das ist ja das Gute, dass das überhaupt gar keine Rolle spielt. Da werfe ich mal wieder hier so einen Begriff rein. Ich glaube, das heißt hermeneutischer Zirkel, dass man also ja ein Buch lesen kann, dann hat man das Buch gelesen und mit dem Wissen des Buches liest man das Buch erneut und liest es auch neu. Und deswegen kann man ganz viele Serien, die auch so sexistische Witze und sowas haben, problemlos mit Kindern schauen, weil die Kinder verstehen es halt nicht und die Erwachsenen verstehen es halt, aber beide haben ihren Spaß. Ja, das ist ein Film für alle. Ja, alle kommen auf ihre Kosten. So geht es mir mit manchen Tim und Struppi Comics, die ich bestimmt schon 50 Mal gelesen habe. Und neulich entdecke ich wieder was Neues. Wo ich mir denke, krass, das habe ich noch nie gesehen. So. Frank, eine noch. Ja. Wir sind schon ganz schön weit, Leute. Also wir verquatschen uns hier so, aber wir haben noch, du hast noch 4 und der Rest von uns hat noch 3. Alles klar, dann nehme ich mal meinen vorletzten Film. Und zwar ein Film von 1990, auch wieder Top-Besetzung, Julia Roberts, Kiefer Sutherland, William Baldwin. Ich rede von Flatliners. Ich hatte vor ein paar Sendungen mal kurz schon drüber gesprochen bei Homeoffice. Flatliners ist ein fantastischer Film. Ja, 5 Medizinstudenten verabreden sich immer in den Abendstunden bei irgendjemandem zu Hause oder im Krankenhaus oder irgendwo. Die bringen sich immer gegenseitig an den Rande des klinischen Todes. Ja? Also einer liegt auf der Bahre und die anderen 4 stehen um ihn drum herum, ja, wie Ärzte, top vorbereitet. Die versetzen ihn in einen Todeszustand, ja, mit Spritze oder keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie die das machen in dem Film. So lange her, spielt auch keine Rolle. Und der ist halt am EKG und überall angeschlossen. Ja? Und die wollen halt einfach forschen, was nach dem Tod passiert, ob da noch etwas ist nach dem Tod. Und das ist sozusagen die Grundlage für diesen Film. Und der Erste macht dann halt einen Anfang und sagt, okay, Leute, ich mach's jetzt, ja, aber nach 20 Sekunden müsst ihr mich zurückholen. So. Und das ist dann eben auch so, der Erste macht das, die versetzen ihn in den klinischen Tod für 20 Sekunden und dann reanimieren die ihn. So. Und er ist dann halt wieder wach und sagt, ey, Leute, da ist was. Ja, irgendwas ist da. Ich kann es nicht in Worte fassen, aber da war was. So. Und dann sagen sie, okay, dann müssen wir halt länger. Dann ist halt der Nächste dran. Der macht dann 30 Sekunden. So. Und so ist das dann halt. Und als Zuschauer verfolgt man halt immer, geht dann sozusagen mit in diesen Trip, ja, in diese Nahtoderfahrung derjenigen rein. Und man stellt dann halt auch fest, dass alle fünf machen das dann irgendwann und die überbieten sich immer mit der Zeit. Ja, die sind irgendwie bei 3 Minuten, 4 Minuten. So, und die spielen halt immer mehr mit dem Risiko, wirklich dabei zu sterben, dass das Gehirn zu wenig Sauerstoff kriegt oder wie auch immer. Und die übertrumpfen sich immer. Ja, wer am meisten bietet, der ist dann halt dran. Und der Zuschauer wird halt mitgenommen in diese Nahtoderfahrungen aller 5, die sich halt stark unterscheiden. Das geht dann halt in die Richtung, dass halt jeder so noch private eigene Probleme aus der Vergangenheit aufzuarbeiten hat. Quasi die Geister, die einen verfolgen, die holen einen dann ein in diesem Sterbeprozess. Das ist sozusagen die Erkenntnis, die dann haben. Und irgendwann wird es dann eben dramatisch, ja, die übertreiben es auch und es wird irgendwann können sie einmal nicht mehr so leicht zurückhalten, holen. Ja, und
großartige Handlung, großartige Schauspieler, wie bei vielen Filmen aus den 90er Jahren. Ich vermisse so was, ja. Und ich glaube, selbst da von Flatliners, da gibt's, ich bin mir nicht sicher, ob es ein Film oder eine Serie ist, was es da neuerdings als Remake gibt. Kannst du knicken, wirklich. 1990 ist Original Flatliners, richtig guter Film, empfehle ich. Ganz komisch, die Schauspieler so jung zu sehen, ne? Ja. Sind ja mehr oder weniger gleich alt. Also, weil ich jetzt gerade auch noch lese, Kevin Bacon hat da auch mitgespielt, und weil wollte ich vorhin schon bei Mars Attacks sagen, weil du gesagt hattest, jeder zweite Schauspieler spielt gefühlt bei Mars Attacks mit. Kennt ihr das Kevin Bacon-Spiel? Das ist ein Quiz für Filmfreaks, für Filmnerds. Und zwar ist ein ganz simples Spiel. Der Ausgangspunkt ist immer Kevin Bacon und du nennst irgendeinen Schauspieler, völlig egal. Ja? Und du musst eine Verbindung von Kevin Bacon zu diesem Schauspieler finden, über möglichst wenige Verbindungen. Ja? Und zwar über Filme. Jetzt mal als Beispiel Jack Nicholson und Kevin Bacon. Ja? Da musst du jetzt einen Film suchen, wo beide mitgespielt haben. Gibt's nicht. Also musst du einen Film suchen, wo Kevin Bacon mit jemandem gespielt hat, der mal mit Jack Nicholson gespielt hat. Wenn du da diesen einen Film findest, hast du halt zwei Verbindungen. Wenn du den nicht findest, musst du halt über drei Verbindungen gehen. Das ist Kevin Bacon Spiel. Ja, und ich liebe es. Für Cineasten ist das wirklich ein toller intellektueller Anspruch. Ist ja geil. So, gut, also Flatliners. Okay, wir kommen zu unserem Next Round. Bronze, Silber, Gold, also die letzten drei. Ich mache mal, um Zeit aufzuholen, mache ich mal einen ganz kurzen. Und zwar heißt der Film 1114 und der Titel des Films steht für eine Uhrzeit. Und ich habe mir ja vorgenommen, hier 10 so besondere Filme zu droppen heute. In der Handlung des Films werden unterschiedliche Handlungsstränge erzählt, die am Ende immer auf den Punkt hinauslaufen, dass sich um 11.14 Uhr die Handlungen zusammenführen. Die Uhrzeit im Film also, irgendwann wird es für jeden der verschiedenen Protagonisten, die in unterschiedlichen Erzählsträngen vorgestellt werden, wird es irgendwann, die Uhr geht von 11.12 Uhr auf 11.13 Uhr auf 11.14 Uhr und dann kommt zum Beispiel die erste Geschichte, bei der irgendwas erzählt wurde und die zweite und dritte zum Beispiel in einem Autounfall, kommen alle drei Handlungen zusammen. Und letztlich versteht man am Ende des Filmes die komplette Situation erst, weil man jede Perspektive einmal eingenommen hat. Mhm. Deswegen aus dieser erzählerischen Art und Weise ein wirklich grandioser Film, macht auch Spaß zu schauen. Spielen auch tatsächlich Hilary Swank und Patrick Swayze zum Beispiel mit, also hat auch berühmte Schauspieler, wobei der Regisseur bis auf den Film und noch einen anderen tatsächlich gar nicht viel gemacht hat. Habe ich auch mal als Empfehlung von jemandem gehört und mir dann angeschaut und der lohnt sich echt. Also wer mal was Gewagteres wagen will, was einen aber nicht so verstört wie die letzten, glaube ich, 5 Filme, die ich hier genannt habe, dem sei 1114 empfohlen. Der ist relativ normal. Okay, danke. Danke für den Tipp. Ja, Stoner. Ja, witzige Synchronizität. Mein Film trägt auch 11 im Titel. Was könnte es wohl sein? Oceans? Oceans 11. Ja. Oceans 11, eigentlich ein Remake von einem 60er-Film. Und ich nehme den so auch stellvertretend für dieses ganze Genre. Der große Coup. Ja, also ja, so der Coup. Irgendwie ein Kunstwerk klauen. Oder in dem Fall geht es halt um ein Casino ausrauben. Man könnte auch was aus der Olsen-Bande nehmen oder sowas. Diese Art von... Der ist ein Supermind. Heist-Movie. Ausfällt. Ach, es hat einen eigenen Genre, ein Heist-Movie, ja? Oder, liege ich falsch? Oder es gibt doch dieses, dass es so um einen Überfall oder sowas geht in dem ganzen Film. Um was einen. Was heißt? Ich weiß, dass auch viele der Tarantino-Filme Heist-Movies sind. Zum Beispiel, wie heißt der mit Dogs? Reservoir Dogs. Ja, ich schau mal kurz in der Zwischenzeit.
Ja, sehr gut. Also dieses Genre, was ich noch nicht mal benennen kann, aber das finde ich halt auch spannend. Also ich liebe solche Filme. So. Und Ocean's Eleven ist einer der ganz großen halt auch dort. Ja, da ist halt dieser Typ, der Ocean, der heißt halt einfach so, der hat diesen Plan. Ne? Und dann stellt er sich da so ein Team zusammen von Spezialisten. Das sind alles ganz unterschiedliche Charaktere. Aber jeder von denen, und auch das ist so eine ganz alte Erzählmöglichkeit, das hast du schon bei den irgendwelchen Märchen so... jeder von denen hat einen besonderen Skill, eine besondere Fähigkeit. Und die sind unterschiedliche Leute, aber der ganze Plot, der ganze Plan geht nicht, wenn nicht jeder von diesen Skills dabei ist. Der eine ist halt super stark, der andere kennt sich mit Elektronik aus, ein anderer ist ein Taschendieb oder sowas. Und er stellt sich da ganz bewusst sein Team zusammen, was er braucht für diesen Plan. Und ja, es gibt dann auch natürlich, es ist ein großes Drehbuch, am Ende gibt es dann auch einige überraschende Twists. Und es ist auf jeden Fall entertaining und ich liebe auch einfach dieses Genre, so das perfekte Verbrechen. Ja, hier, wie war es nochmal, Aaron? Raubüberfall. Es heißt tatsächlich Raubüberfall, also ein Überfallfilm, bei dem das im Zentrum steht und auch die ganze Planung und so. Ocean's 11 wird übrigens im Wikipedia-Artikel genannt als Beispiel. Mhm, okay. Wenn ich das Filmplakat... Siehst du, das hab ich nicht drauf gehabt, das englische Wort, heißt das, wenn ich nie gehört habe. H-E-I-S-T. To hoist. Für anheben. Nein. Heust. Ja, nein, weit her, das ist amerikanisches Slang. Nein. H-E-I-S-T. Heist. Ja, es kommt aber von heust. To heust. Aha. Das ist Slang und wurde halt zu heist. Ah, okay, danke. Jetzt, aber wenn ich das Poster anschaue, die Julia Roberts steht ganz hinten. Das gäbe es heute wahrscheinlich auch nicht mehr, dass man eine Frau ganz hinten hinstellt auf dem Plakat. Das wäre heute wahrscheinlich... Es gibt da auch schon Ocean's 11 mit Frauen, mit Ladies. Da spielt dann die Schwester von Danny Ocean. Na, wer ist die Schwester von Danny Ocean? In der weiblichen Verfilmung. Sandra Bullock. Richtig. Ja, ich habe den gesehen. Ja, und auch die weibliche, das ist zwar wie bei, man macht das ganz oft, irgendwie scheint das Vogue zu sein, dass man halt so typische Filme, die eben nur mit Männern besetzt sind, dann nochmal mit Frauen macht, ob das jetzt zum Beispiel bei Ghostbusters. Ja, das wollte ich gerade sagen. Voll nach hinten los. Aber in dem Fall, ja, Top-Besetzung. Hat gut funktioniert. Dieser Mädelsfilm. Hat gut funktioniert, ja. Und Sandra Bullock macht tatsächlich nicht jeden Scheiß. Die dreht sehr wenige Filme und die legt sehr große, seit Speed 2 legt sie wirklich sehr großen Wert aufs Drehbuch. Ja, die hat gesagt, die will keine dummen Dialoge mehr machen. Da hat sie genug gehabt, gell? War das ein Vorwurf an Ocean's 11, dass die Frauen damals so zwei Sätze nur bekommen haben und so ein bisschen unwürdig behandelt wurden? Einen Vorwurf gab es da, glaube ich, nicht, aber man hat es dann halt einfach nochmal dieselbe Story, die eben funktioniert. Das ist so wie mit Frauenfußball. Das muss dann eben nochmal sein, ja. Und in dem Fall hat es sogar funktioniert. Ja? Also warum nicht? In dem Fall war es halt nicht auf Biegen und Brechen, sondern die Idee war tatsächlich gut. Ja, die Schwester von Danny Ocean, die ist auch so drauf und die macht jetzt ihr Mädelsteam. Warum nicht, ja? Wenn man es gut umsetzen, ja. Das ist ausnahmsweise mal gelungen. Ja? Kate Blanchett hat da noch mitgespielt, ja. Aber diese Filme auch super, Heist-Movies, genial, ja. Italian Job, sowas, wo dann wirklich so die Pläne und du hast die Olsen-Bande zum Glück genannt, ja, was wirklich der absolute Kult für jeden Ossi zumindest, die Olsen-Bande, diese drei dänischen Typen, die jede Bank überfallen wollen. Es geht immer schief. Egon Olsen landet immer im Knast und am Anfang eines Filmes wird er gerade wieder entlassen und macht den nächsten Coup. Kein Plan. Ocean's 11, ja, gut, dass du den rein. Ich gehe zurück ins Jahr 1989 mit meinem nächsten Film und auch der Regisseur ist heute schon einmal von mir vorgestellt worden. Es ist wieder James Cameron und wir tauchen ab in den tiefsten Abgrund des Meeres, nämlich The Abyss. Und das war für mich ein monumentales Kinoerlebnis. Ich weiß noch genau, wie diese Schrift weggeht und dann das tiefe Blau vom Meer und plötzlich kommt dieses U-Boot, kommt dieses U-Boot daher geflogen im Wasser, also schwebt dahin und dann diese ganze Story, wie sich's entwickelt. Und da müsste ich kurz mal die Zeit auch einordnen, was vor 30 Jahren, vor 33 Jahren passiert ist. Der Kalte Krieg war vorbei. In Ungarn hat ein Specht das erste Loch in die Mauer gepickt, also die Grenzöffnung in Ungarn, die Bewegungen aus dem Osten Richtung Westen, die Mauer ist gefallen. 1990 ist die deutsche Nationalmannschaft Weltmeister geworden und das war so ein Gefühl,
Gefühl von, jetzt geht's in die richtige Richtung, der Kalte Krieg ist vorbei, jetzt kommt die Friedensphase, jetzt kommt hier eine ganz neue Zukunft. Und in dem Jahr, ich weiß nicht mehr, wann ich es genau gesehen habe, ich auch diesen Film gesehen von The Abyss, der ein durchaus positives Bild von Außerirdischen zeichnet, die schon lange eben am Grund des Meeres leben und sich dann eben da offenbaren. Und ich muss die Szene erzählen, einfach als die sich dann zu erkennen geben mit diesem riesigen Mutterraumschiff, das dann an die Meeresoberfläche kommt und diese ganzen Kriegsschiffe dann wie so Spielzeugmodelle auf dieser großen Stadt drauf liegen und einer von dem Team zu dem Militär sagt, hey, ich glaube, ihr werdet arbeitslos. Und das war für mich so großartig, diese Textzeile, da kann man eigentlich dieses ganze Gefühl in einen Satz packen, Militär braucht man in Zukunft nicht mehr. Und es gab wirklich Anfang der 90er ein paar wenige von diesen positiven außerirdischen Filmen, Cocoon 1 und Teil 2 war da zum Beispiel noch zu erwähnen. Aber danach, jetzt alles, was in diese Thematik geht, ist entweder Aliens oder die Körperfresser kommen oder Independence Day oder was auch immer. Also dieses positive Bild, das da gezeichnet wurde, das ist leider verschwunden. Und von der Story selber, man ertrinkt 4-mal in diesem Film. Also das ist so unglaublich, wie oft da einem das Wasser hochkommt und wie sie sich dann wieder von der Situation in die nächste Situation retten. Und auch also wirklich... Wer den noch nicht gesehen hat, das ist wirklich ein, und schaut bitte die Extended Version auch an, das ist wirklich großartig. Da kommt man auch in ein großes Kino rein. Und gedreht haben die das in einem alten Kernkraftwerk, wo die den Reaktorturm in einen riesigen Pool umgewandelt haben. Das weiß ich noch aus der Kinozeitung von damals. Die hatten da wirklich so 30, 40 Meter mal 50 Meter so ein Pool geflutet und da hat James Cameron da seine Unterwasseraufnahmen gemacht. Also das, Wahnsinn, ich habe schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, ich muss ihn mir bald mal wieder geben. Ich habe gerade gesehen, er hat ja auch den zweiten Alien gemacht, oder? Yes. Oder sehe ich yes. das falsch? Ja, genau. Okay, also er hat zweimal eine sehr ähnliche Thematik da. Ich habe Abyss nicht gesehen, weißt du? Den musst du dir reinziehen. Der ist wirklich, okay. Das müssen wir machen, wenn wir mal irgendwo im Studio wieder hängen und müssen irgendwie die Nacht verbringen da, dann ziehen wir uns auf der großen Leinwand, ziehen wir uns die Abyss rein im Surround und mit zwei Radlern noch im Gepäck. Großartig. So, dann bin ich jetzt hier bei, genau, und jetzt kommt der, ja, Frank, du bist wieder dran. Mein nächster Film, großartiges Kino mit Robin Williams, Der Club der Toten Dichter. Ja. Ein wunderbares Werk. Es spielt an einem jungen elitären, an einer Eliteschule für Jungen, einem jungen Internat. Und das spielt Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, sehr streng, ja, Disziplin, Jungs, Mädchen strikt getrennt, ja, also es geht um ein Jungeninternat und die Jungen, die da eben zur Schule gehen. Und die Handlung wird getragen durch einen Lehrer an dieser Schule, gespielt von Robin Williams. John Keating ist der Lehrer, er war selber Schüler dieser Schule. Und ist so ein bisschen unkonventionell im Vergleich zu allen anderen Lehrern, denn ihm geht es nicht darum, einfach nur das strikte Wissen zu vermitteln, so wie man das eben Ende der 50er Jahre in der Schule gemacht hat, teilweise noch mit einem Rohrstock, ja, Disziplin, sondern er war halt weit voraus und hat seine Schüler, seine Klasse zum Selberdenken animiert. Mit recht unkonventionellen Methoden. Ja, er hat das freie Denken gelehrt. Und das war natürlich in der Lehrerschaft auch gar nicht so gerne gesehen. Die anderen Lehrer, die haben dann sich immer gedacht, was macht denn der da? Der geht mit seinen Schülern raus an die frische Luft und rezitiert da irgendwie Literatur und die machen Sport. Ja, wie spinnt der? So, also er muss sich dann auch permanent vor der Lehrerschaft rechtfertigen für seinen unkonventionellen Unterricht. Aber seine Schüler lieben ihn dafür. Ja? Und die beginnen dann außerhalb des Unterrichts sozusagen das, was er im Unterricht vermittelt, selbstständig zu machen, indem sie sich abends nach der Ausgangssperre ja aus ihren Zimmern schleichen und dann in irgendeiner Höhle, in irgendeinem Baumhaus, ich weiß gar nicht so genau, ja, in irgendeinem Ort im Wald treffen und eben
Gedichte von toten Dichtern rezitieren. Ne? Das ist deren intellektueller Anspruch und dadurch fühlen die sich frei und freigeistig und so. Aber das ist eben überhaupt gar nicht gewollt an dieser Schule, dieser Freigeist. Und sowohl die Schüler als auch dieser Lehrer, der das vermittelt, der wird dann eben sanktioniert. Ne? Irgendwann Schluss mit lustig und John Keating wird der Schule verwiesen. Und seine Schüler, und das ist eben die berühmteste Szene in diesem Film, auch in die Filmgeschichte eingegangen, ja, der Lehrer verabschiedet sich von seinen Schülern, er weiß, warum er gehen muss, er weiß, welche Grenze er überschritten hat, er wehrt sich auch gar nicht dagegen, sondern er nimmt es an und sagt einfach Tschüss und die ganze Klasse, ja, einer macht einen Anfang, steht auf, er steigt auf seinen Stuhl, ja, und sagt, oh Captain, mein Captain. So, und die ganze Klasse steht dann auf und steht auf den Stühlen und die Lehrer, ja, die sagen, gehen Sie da runter und hinsetzen und la 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 so. Und aber alle Schüler stehen auf für den John Keating, ja, der sich natürlich berührt fühlt und auch wunderbar umgesetzt von Robin Williams, einer meiner Lieblingsfilme, Der Club der Toten Dichter. Ja. Und es ist ein Drama. Doch Robert, du hast mir, glaube ich, erzählt, deswegen findest du den Film auch gar nicht so gut, weil der eben auch so dramatisch am Ende endet. Ja, warum muss der Film im Drama enden? Und aber genau das zeigt eben auch, das macht den Film authentisch, ja, am Ende mit dem Selbstmord des Hauptdarstellers, der eben unter diesen Bedingungen nicht länger weiterleben will. Großartiges Kino, großartige Schauspieler. Mich hat der Film, ich habe ihn in meiner Jugend das erste Mal gesehen, tatsächlich, glaube ich, hat der Film was mit mir gemacht. Ja, er hat mich auch zum selber Denken animiert. Ja, tatsächlich, das hat der Film geschafft. Also ich habe tatsächlich richtig Gänsehaut. Ich habe auch Gänsehaut bekommen. Wie du das erzählst hier, diese Euphorie, genau so ist es. Und weil du gesagt hast, der bringt einen zum selbstständigen Denken, genau das ist es. Und das ist das Thema in dem Film. Und jeder Mensch ist vielleicht irgendwann in seiner Jugend an dem Punkt, dass du merkst, okay, die Schule ist das eine und alles, was du da in der Schule bekommst, auch in Literatur. Und ich habe das alles abgelehnt, ich war auch Rebell. Aber dann irgendwann so mit 19, 20 denkst du, ey, shit, ich meine, ey, vielleicht, ich bin irgendwie total ungebildet. Ich habe so ein Gefühl, ich kenne diese Sachen gar nicht. Und dann mal reinschauen in die toten Dichter, in diese großen Werke, jenseits von diesem Schuldenken. Und dann erkennst du, ey, shit, das waren auch alles Rebellen. Die reden auch von, die schreiben von Freiheit, also diese Romantiker. Leute wie William Blake, den ich heute schon erwähnt hatte, und so, es lohnt sich, in diese Sachen reinzuschauen. Und ja, großartig. Wir haben lange über diesen Film gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Warum der Film, also ich fand den Film toll. Der hat viel, die Geschichte, die er da transportiert. Aber das Gefühl, das der Film hinterlässt, war so stark, dass ich den nie wieder sehen möchte. Weißt du, was ich meine? Da gehe ich. Er engt dich ein irgendwie. Nein, so, das weil das beklemmende Gefühl, der Film, der spielt halt vor 70 Jahren, so Pi mal Daumen spielt der Film. Und er vermittelt ein sehr beklemmendes Gefühl in diesem jungen Internat mit dieser strengen Disziplin und selber denken ist dort halt nicht. Ja? Du begibst dich auf Glatteis, wenn du dort einen eigenen freien Gedanke äußerst. Und irgendwie ist es ja heute auch noch so, nur irgendwie ganz anders. Ja? Aber irgendwie ist es immer noch dasselbe Problem. Und freigeistig denken war damals zwar was anderes als heute, aber es ist immer noch das große Thema im Endeffekt. Ich wollte nur den Punkt erklären, weil wir uns da wir haben uns da schon richtig verstanden, aber das Gefühl, das dann am Schluss da bleibt, das prägt das Ganze. Selbst wenn die Botschaft des Films toll war, selbst wenn der Film selber spannend war, das zieht mich runter. Zum Beispiel, blödes Beispiel, Thelma und Louise. Das war damals so zwei Mädels und der ganze Film so irgendwie so Mädels-Power und am Schluss fahren sie über die Klippe und bringen sich selber um. Wir saßen alle im Kino so, sind raus aus dem Kino. Was war das jetzt für eine Scheiße? Weißt du, so, das war, was soll das irgendwie? Und Filme, die mich am Schluss runterziehen, die möchte ich nicht nochmal sehen, weil ich das Gefühl ja gar nicht mag, selbst wenn der intellektuell was ausgelöst hat. Das ist jetzt halt nur so eine Gefühlssache, weil ich ja auch auf der emotionalen Ebene viel stärker getaktet bin wie andere Menschen. Aber ich finde den Film trotzdem toll, weißt du, was ich meine? Aber ich werde ihn nicht mehr anschauen. Aber das finde ich wirklich faszinierend, Robert. Also auch, weil der Film, ja, es ist auch ein tragisches Ende. Da stirbt jemand und der Lehrer muss raus und so weiter. Aber mich lässt der Film ganz anders zurück. Also überhaupt nicht deprimiert, sondern im Gegenteil. Das kickt in mir drin diese rebellische Seele an, dieses,
okay, ja, das System ist so, aber es lohnt sich einfach zu kämpfen. Kämpfe deine Freiheit. Er schafft dir das selbst. So, du hast die Freiheit, du kannst lesen, was du willst. Du kannst dich selbst bilden. Und ich finde, gerade weil das auch ein Abenteuer ist und du musst auch Widerstände überwinden, aber ich weiß nicht, mich kickt das eher an, so, also im Sinne von, weißt du, ey, ja, let's go. So, gerade weil eben das System so einen dort unterdrückt. Und deswegen sei mutig und wag einfach den Sprung. Sei wild. Ja. Bin ich voll bei dir. Aber auch gerade der Selbstmord des Hauptdarstellers am Ende vermittelt halt nochmal was ganz anderes, weil er hat halt keinen Ausweg gesehen und er hatte halt auch tatsächlich keinen Ausweg und hat halt den Ausweg für sich aus dieser auswegslosen Situation dann trotzdem gefunden. Es war der einzige Ausweg für ihn. Und das ist eigentlich eher die Message. Klar, dann stehen alle stehen auf. Und selbst die vorher so eher, können wir das wirklich machen, gegen die Regeln verstoßen, dann verstoßen alle die Regeln. Das heißt, der eine ist gestorben, aber alle, jeder einzelne von denen in dieser Klasse ist stärker und hat ein ganzes Leben vor sich, wo er zu was weiß ich was für Höhenflügen ansetzen kann, weil er einfach diesen katharsischen Moment in seiner Jugend hatte. Also am Ende ist doch... Ja, das muss man halt vielleicht noch, auch wenn es gespoilert ist, wir haben jetzt schon so viel gespoilert von dem Film, der Lehrer wird natürlich der Schule wegen des Selbstmordes verwiesen. Ihm wird die Schuld dafür gegeben, ja, weil der diesen jungen Menschen zu so einem Freigeist entwickelt hat, hat er sich am Ende das Leben genommen. Ja, so wird es dann im Prinzip dem Lehrer ausgelegt und deswegen muss er die Schule verlassen und seine Schüler wissen es aber besser. Ja. Ja, danke auch nochmal an euch drei für die tollen Beiträge. Ich habe auch eine Gänsehaut bekommen, als du vorhin gestartet hast, Frank. Und war auch ein Film, wir haben ihn alle vier gesehen, der in mir dieses rebellische Gefühl ausgelöst hat, wenn jemand eintritt für so ein humanistisches, so Humboldtsches Bildungsideal und hinterfragt und was verändern will. Es kann nicht richtig sein, dass man dafür bestraft wird. Das hat so was ganz Prinzipielles auch in mir eigentlich dann lebensweisend gestartet, so ein selbstständiges Denken. Also interessant, dass das wohl für uns alle prägend war auf eine Art. Und ein Nebendarsteller fiel ja heute auch schon, Ethan Hawke spielt mit, oder? Mhm, ganz jung, ganz jung damals, ja. Junger Mann. Stimmt. Ja. Ja, stimmt. Eine Nebenrolle aber nur. Ja. Aaron, du Wer bist ist der dran. Regisseur eigentlich? Weiß ich nicht. Peter Weir. Ah, okay. Ich dachte, vielleicht ist es einer der bekannten Namen. So, aber ich sag mir jetzt nichts auf die Schnelle. Aber mega Film. Ja. Wer hat denn reingeschmissen? Wie geht's denn weiter? Frank, jetzt Aaron, du bist Frank dran. Hat den nominiert. Genau. Ja, super. Ja. Ja, ich habe ja noch zwei, deswegen ich will nachher mit einem... ein bisschen normaleren Film noch mal rausgehen. Deswegen kommt jetzt noch mal ein richtig geisteskranker Film. Und zwar kennt ihr mit Jeff Goldblum Die Fliege? Yeah, Die Fliege. Aber nur der erste Teil. Nur der erste Teil. Yeah. Holy shit. Also wirklich unanschaubar. Eine filmische Tortur. Brundlefly, ja. Und nur ganz kurz, also Jeff Goldblum spielt so einen... Wissenschaftler und der hat ein Gerät zur Teleportation, ist eigentlich ganz schnell erzählt und er schafft es eben mit mehreren Experimenten und mehreren Anläufen, einen Gegenstand von dem einen Ort zum anderen zu teleportieren. Er hat so zwei Kabinen in einem Raum. Ja. Und er startet, glaube ich, ganz klein, keine Ahnung, mit einer Tomate oder sowas und dann wird es immer größer und irgendwann merkt er tatsächlich, das klappt, das verschwindet hier und kommt da wieder an und zwar unbeschädigt. Und eines Tages hat er die Idee, dass er das mit sich selbst ausprobiert, wie so ein verrückter Wissenschaftler, eben dann auch wagemutig, opfert er sich selbst für die Wissenschaft, aber mit ihm landet in der Kabine, ohne dass er es merkt, bei der Teleportation eine Fliege. Und ich lese mal nur zwei ganz unterschiedliche und gegensätzliche Filmkritiken zu dem Film vor, die das Problem ganz gut auf den Punkt bringen, gehen auch nur jeweils ein oder zwei Sätze lang. Die erste Kritik ist, ich wünschte, dass heutige Horrorfilme Die Fliege als Vorlage nehmen würden. Die andere Kritik ist, das, was David Cronenberg aus der Fliege gemacht hat, so heißt der Regisseur, scheint mir eine neue Stufe krankhafter Fantasie. Hier ist eine Stufe erreicht, die mich nötigt, nach einem Verbot dieses und ähnlicher antimenschlicher Werke zu schreien.
Also beides auf Wikipedia gefunden. Zur damaligen Zeit wurde der Film so rezipiert und es ist tatsächlich dann eben, kann man glaube ich sagen, in der Verwandlung zur Fliege, die dann stattfindet, so dass es irgendwann unanschaubar verstörend ist. Deswegen bin ich damit jetzt auch fertig und ich habe noch einen relativ normalen Film zum Abschluss. Aber aus irgendwie cineastischer und auch so freigeistiger Perspektive kann man sich echt mal geben, weil er ist auch auf eine gewisse Art und Weise echt gut. Also er ist auch, er hat auch einen gewissen Anspruch so in dem, was er so mit diesem Mensch-Ungeheuer-Thema so anstellt. Großartig eigentlich. Auch da wieder ein bisschen Kafka drin, den du heute schon erwähnt hattest, oder? Das ist auch die Verwandlung, das ist auch eine so eine Story, die auch so dieses Top. Der Käfer. Georg Samsa. Gregor Samsa. Gregor Samsa. Ja, stimmt. Die Fliege ist großartig und ich habe ja gerade eingeworfen, aber nur der erste Teil. Alles, was danach kam, das ist wirklich gar nicht irgendwie mit dem ersten Teil vergleichbar. Und ich stimme der ersten Kritik voll und ganz zu. Moderne Horrorfilme sollten sich daran tatsächlich mal ein Beispiel nennen, weil dort tatsächlich durch eine sinnhafte Story das Ganze erklärt ist. Ja, es ist ein grauenhafter Film irgendwo. Ja, es ist irgendwie so eine Mischung aus Ekel, Splatter, irgendwas. Ja, weil am Ende wird es wirklich geschmacklos. Aber innerhalb des Szenarios trotzdem realistisch. Und das mag ich. Ja, einfach nur irgendwelche Monster, die einfach nur da sind und grauenhaft aussehen. Das ist langweilig. Ja, in dem Film wird das Monster eben verdammt gut erklärt, ja, die auf die Idee zu kommen überhaupt erstmal. Und du hast das wunderbar erklärt, ja. Und dass dann diesen einen Tag, wo er endlich diesen Schritt macht, mal nicht eine Tomate zu teleportieren, sondern sich selbst da eine Fliege mit reinfliegt. Auf die Idee musst du erstmal kommen. Und dann kommt halt dieser Fliegenmann plötzlich raus, ja. Und dieser Prozess ist halt irreversible, ja. Du kannst nicht einfach wieder da rein und zurück. Geht so nicht, ja. China. Geile Story. Ja, China und eigentlich auch gut umgesetzt. Und Jeff Goldblum erstaunlicherweise auch die perfekte Besetzung dafür, finde ich irgendwie. Mhm, ja. Stoner. Ja, es ist wirklich witzig, wie er auch so ein roter Faden ist, weil ich greife das wirklich auf, was Aaron jetzt erzählt hat. Ich habe auch einen Horrorfilm jetzt. Und dieser Horrorfilm, der hatte auch so einen großen Impact auf die Psyche der Menschen, dass man tatsächlich danach dann in den Jahren und 10, 15 Jahren, die dann folgen sollten, so auch dann tatsächlich überlegt hat, ob man nicht solche Filme auch irgendwie regulieren müsste, weil die eben so einen Impact haben. Der Exorzist. Der Exorzist 1973. Und der steht wirklich am Anfang von dieser Entwicklung, die dann in den 80ern, gerade in den USA, in dieses Satanic Panic mündete, wo dann in Amerika das so ein Hype war, dass man hinter allem irgendwelche satanistischen Sekten so vermutet hat. Und das lässt sich so zurückführen, unter anderem eben auf diesen Exorzisten, auf diesen Film. Echt schockierend, so die Story ist halt, da ist so ein Archäologe, der ist, das ist natürlich auch spannend, so ey. Die Idee, da ist ein Archäologe, der ist in Mesopotamien, Zweistromland Irak, und der nimmt dort einen Gegenstand mit, wo der Geist von einem mesopotamischen Dämon halt irgendwie drin ist. Und der wiederum besetzt dann in New York, wo der das halt hinbringt in seine Welt, dort besetzt er ein 12-jähriges Mädchen. Und die muss man jetzt gar nicht über die ganze Story reden. Ne? Absolut krass, der Impact, den der gehabt hat. Und vielleicht kleiner Funfact noch am Rande zu dem Film. Der Soundtrack von dem Film, das ist Mike Oldfield Tubular Bells und hat einen ungeheuren Erfolg gehabt. Wahrscheinlich wegen dem Film, weil dort in dem Film gleich am Anfang ist das Intro auch von Tubular Bells von Mike Oldfield. Mike Oldfield hat die Musik nicht für den Film gemacht. Der Filmemacher hat die Platte gekannt und nimmt es raus. Das hat aber diese Musik so erfolgreich gemacht. Und Mike Oldfield hat mit Tubular Bells, so heißt das Album, hat er mit 20 aufgenommen. Und das ist eine der meistverkauften Platten der 70er Jahre geworden. Das ist ein riesen, riesen Business. Und tatsächlich, Mike Oldfield war unter Vertrag bei einem gewissen Richard Branson. Richard Branson von Virgin, damals angefangen Virgin Store, da hat er Platten verkauft, dann hat er Virgin Plattenversand gehabt, Virgin Records, ein eigenes Label gegründet. Und an der Stelle, Anfang der 70er, nimmt er diesen 20-jährigen Musiker unter Vertrag. Wo er schon erkennt, ein gutes Talent. Und wie es der Zufall will, wird was der macht, die erste Platte von dem, wird dieser mega erfolgreiche Bestseller.
Und der Vertrag war halt sehr günstig für Richard Branson, weniger günstig für den jungen Mike Oldfield. Und das ist tatsächlich dann der Grundstock geworden von dem Vermögen von Richard Branson. Und dann wurde aus Virgin Records wurde Virgin Air irgendwann mal, so eine Fluglinie in den 80ern. Daraus wurde Virgin Space. Und heute ist Richard Branson einer von den Leuten, die private Raumfahrt haben, die Raketen bauen und so. Und es beruht nicht zuletzt auf dem Erfolg von Mike Oldfield. Interessant. Gab es bestimmt aber auch noch ein paar andere krumme Geschäfte, die man gemacht hat, weil eine Milliarde kriegst du nicht so schnell zusammen. Das auf jeden Fall. Sorry, Aaron, du wolltest noch was sagen. Mich hätte noch interessiert, also der Exorzist und jetzt, weißt du zufällig chronologisch, Rosemary's Baby, war das so die gleiche Zeit? War das Rosemary's Baby? Rosemary's Baby hatte ich auch auf meiner Liste. So, der ist auch noch aus den 60ern, Roman Polanski, aber ein paar Jahre vorher nur, ich glaube 68, 69 oder so, 68, 67 vielleicht. Na, vor den Tate-Morden auf jeden Fall. Genau, vor den Tate-Morden und die waren 69. Also, ja, genau. Stimmt, aber auch irgendwo, wie alles natürlich gegenseitig ein bisschen beeinflusst, weil das ist ja schon eine krasse Thematik und das ist ja angedeutet oder auch zu Ende gespielt in Rosemary's Baby schon. Okay, ja. Okay, dann bin ich dran. Meine Number Two heute, obwohl es keine Wertigkeit gibt, da geht es dann wieder in Richtung Science Fiction. Und zwar ist auch wieder ein Regisseur, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, wieder der Franzose Luc Besson mit einem seiner letzten Werke Valerian. Valerian, diese Science-Fiction-Geschichte. Und da muss ich dazu sagen, dass ich Valerian schon immer gern gehabt habe. Hier sind alle Bände von Valerian und Veronique. Also das heißt ja im Deutschen, ist die Schauspielerin heißt nicht Laureline wie in dem Film, sondern heißt Veronique. Und das sind Comics, die ich schon als ganz junger Mensch gelesen habe, aus den 80ern. Und die sind von ihrer Detailtreue und auch von ihrer Art und Weise waren die wirklich, ja, also auch für einen jungen Filmemacher namens George Lucas, der hat diese Dinger in der Hand gehabt und hat da viele Dinge aus seinem, für seine Star Wars Filme raus, mal gucken, ob ich die Szene finde, der Hauptdarsteller Valeria wird hier in so eine Kammer eingegossen und genau das ist so das Carbonit aus dem Star Wars Film und so weiter. Also es gibt 4, 5 Punkte, die ganz klar von der Idee her von den Zeichnern hier Messier und Christin in den 80er Jahren stammten. Und die Story von dem Im Reich der 1000 Planeten ist ganz anders. Das ist eigentlich komplett anders. Aber Luc Besson hat in dem Film das so galaktisch umgesetzt, auch die Animationstechniken und dieses außerirdische Volk der Pearls, die ja da mit die Hauptrolle haben, die waren so wunderschön animiert. Leider hat der Hauptdarsteller das Ganze verbockt, dieser junge Mann, der hat das irgendwie nicht so wirklich den Charakter rübergebracht, aber der Film an sich funktioniert trotzdem. Auch dieses Model, das da spielt, Laura Delevingne oder wie die heißt, das hat ganz gut funktioniert und diese Fantasiewelt, die da aufgezeichnet wird, das war so ein magischer Kinomoment auch einfach. Und ich sehe gerade noch auf dem Kinoplakat die Sängerin Rihanna, die hat echt Talent, die habe ich schon jetzt in mehreren Filmen gesehen, die kann spielen, die kann echt spielen, die funktioniert, die vielleicht kriegt die nochmal den einen oder anderen Charakter auch, ja. Also Robert, erstens, ich kann dir nur zustimmen, geiler Film. Zweitens, ich fand auch, dass der Hauptdarsteller den Film versaut hat, weil irgendwie Clara Delevingne oder wie die heißt, oder Delevan, ich wusste auch nicht, dass es Valerian heißt, ich dachte, es heißt Valerian, aber da merkt man mal wieder hier Goethe, Zauberflöte, Kulturbanause sind wir alle manchmal. Und tatsächlich ist halt, sie ist halt voll die Hot Chick, so Clara Delevingne, und er sieht aus wie so ein Sebastian Blumenkohl, so einen Spargel. Ja. Und aber sie steht die ganze Zeit auf ihn. Und das fand ich so unglaubwürdig. Sie will den ganzen Film über irgendwie seine Aufmerksamkeit. Und umgekehrt hätte es eher Sinn gemacht. Ja. Und diese Pearls, dieses Volk, hat mich extrem an Avatar erinnert in der Umsetzung. An dieses, die sind ja auch so leicht bläulich und die haben so dieses Außerirdische, aber diese Naturverbundenheit. Ich wusste aber nicht, dass es tatsächlich vor den Star Wars Filmen diese Comicvorlage gab. Ja, geiler Shit, dass du die hier parat hattest. Ja, alle. Ich habe alle. Wirklich. Ich hoffe, dass ich alle habe. Aber die hast du jetzt als Erwachsener gekauft. Ja, weil die sehen alle so neu aus und so, weil die Comics, die man im Kinderzimmer schon hatte, die haben überall. Nein, das ist drauf, Ketchup und Eselsohren und so. Weil das ich ich habe hier 3 Meter Comics stehen, also nebeneinander. Und es gab, wir hatten in unserem Dorf einen Bücherbus. Da kam alle 3 Wochen
kam ein Bus mit Büchern und da hatte eine große Comic-Abteilung. Und ich habe die alle irgendwie als Kind schon gelesen und in den 90ern, Anfang der 90er Jahre, als ich zum ersten Mal Geld verdient habe auch, bin ich nach Augsburg öfters in so einen Comicladen und habe dann gesagt, ich hätte gern von Yoko Tsuno Band 8 bis 22 oder wie viel es gab und bin dann manchmal mit 300, 400 Mark reingegangen und mit so einem Stapel Comics wieder rausgegangen. Große, große Leidenschaft von mir, Comics, habe ich schon immer gern gemacht, aber das ist ein anderes Thema. Also auf jeden Fall mein vorletzter Film des Abends, jetzt sind wir schon fast hier 3 Stunden, jetzt müssen wir langsam mal zu Potte kommen. Also das war Valeria und Veronique, so sage ich dazu. Ich sehe das Filmplakat immer nicht. Ich muss nochmal fragen, wie heißt der Film? Hey, Valeria. Valeria. Wenn ich den in die Wiki, Tante Wiki eintippe, dann kommt Harry Valerian. Fußball. Ich füge Song dazu ein. Und dann tippe ich es in die Hinterzahl rein, kommt auch nur irgendwie Valerian Ismail und so weiter. Wie heißt der Film? Valeria. Wie wird er geschrieben? Die Stadt der 1000 Planeten. Ich find's raus. Das ist ein guter Film, wirklich. Er ist echt, echt cool, ja. So, und nach mir ist der Herr Höfer dran, genau. Genau, ich schmeiß mal noch einen Film von früher rein aus meiner Jugend. Ich habe ihn geliebt und der Film hat eine interessante Entstehungsgeschichte, deswegen ist er auch aus cineastischer Sicht interessant, aber rein filmisch liebe ich Stand By Me, das Geheimnis eines Sommers. Ein sogenannter Coming-of-Age-Film, ja, ein Jugendfilm mit Jugendlichen, für Jugendliche, aber es ist eigentlich auch ein Erwachsenerfilm. Worum geht's? Der Film spielt in 2 verschiedenen Zeiten. Die Rahmenhandlung spielt in den 80er Jahren. Ein Schriftsteller erinnert sich an seine Jugend, ja, die Ende der 50er Jahre spielt. Und der Film ist im Prinzip eine lange Rückblende. Und worum geht's? 4 Jungen im Jahre 1959 hören im Radio, dass ein Kind ihres Alters, den sie auch irgendwie entfernt kennen, vermisst wird, ja, seit Tagen. Und die beschließen halt, sie wollen den suchen. Ja, es sind gerade Sommerferien, irgendwie die Eltern haben auch alle irgendwie was anderes zu tun. Und dann begeben die sich auf einen mehrtägigen auf eine mehrtägige Wanderung. Ja, die haben alle ihre Rucksäcke dabei. Ich weiß gar nicht, wie alt die sind, so 12, 13, 14. Und begeben sich nun auf Reise, auf sich selbst gestellt. Und erleben halt auf der Suche nach dem Kind oder nach der Leiche halt Abenteuer. Und es ist tatsächlich ein wunderschöner Film, auch mit Darstellern, die später alle groß Karriere gemacht haben, außer einer. Will Wheaton, ja, wir kennen ihn als Lieutenant Crusher aus Star Trek, oder auch Corey Feldman, der hat auch, naja, jetzt nicht so eine Mega-Karriere hingelegt. River Phoenix, der den Hauptdarsteller gespielt hat, der ist ja schon in frühen Jahren gegangen. Und wer spielt noch mit? Mir fällt der Name immer nicht ein. Kiefer Sutherland. Ja, Kiefer Sutherland spielt auch mit. Aber dieser kleine, dicke Junge, der hat später richtig Karriere gemacht. Das Gesicht kennt man, ja. Ich war fast schockiert, als ich irgendwann mal festgestellt habe, ach, das ist der kleine, dicke Junge aus Stand By Me. Ist ja krass. Ja? Aber wunderschöner Film. Und die Entstehungsgeschichte von diesem Film ist interessant, weil das Drehbuch zu diesem Film ist ja eine Romanvorlage von Stephen King. Stephen King, das ist eigentlich eine Kurzgeschichte, The Body, ja, auf Deutsch Die Leiche. Daraus hat jemand sozusagen diesen Film als Drehbuch adaptiert, hat das allen möglichen Hollywood-Studios vorgelegt und die haben alle abgelehnt. Die haben alle gesagt, ach, das ist niemals wird das ein kommerzieller Erfolg. So, und dann haben die ein ganz kleines Studio gefunden, irgendwie Embassy Studios. Und immerhin haben sie 8 Millionen von denen bekommen, um das Ding eben zu produzieren. Und die haben dann auch angefangen, waren im Prinzip mitten bei den Dreharbeiten. Und da wurden diese Studios von Columbia Pictures aufgekauft. So, und plötzlich hat dann aber Columbia Pictures, genauso wie vorher auch schon, bei denen sie angefragt hatten, gesagt, ne, das wollen wir nicht. Das drehen wir jetzt einfach nicht weiter. Und aber es gab, der war schon recht weit fortgeschritten, der Film, es gab sozusagen schon einen Screener, ja, also so ein Vorab-Rohschnitt. Ja. Und der Chef von diesen Columbia Pictures, der gerade die Filmbude da gekauft hatte, der hat eine Privatvorführung bekommen und seine Kinder waren dabei.
Und die waren so begeistert von dem, was sie gesehen haben. Die haben gesagt, ey, das spricht uns voll an. So, das ist spannend und so. Und deswegen hat Columbia dann noch mehr Kohle reingehauen und diesen Film fertig produziert. Und es war ein Welterfolg. Und man hat sich dann auch dazu entschieden, den Film eben Stand By Me zu nennen, nach dem Soundtrack, den man für diesen Film ausgewählt hat, diesen Klassiker, ja, Stand By Me, Welthit, anstatt den Film The Body zu nennen. Ja, das war damals Ende der 80er, ich weiß gar nicht, von wann der Film genau ist. Von wann ist der? Ja, da hat man gedacht, oh, The Body. 86. So kannst du keinen Film nennen. Ja, das verwechselt jeder mit einem schlüpfrigen Film, so, ja. Und das ist eben die interessante Entstehungsgeschichte, dass manchmal Drehbuch und Endergebnis so völlig unterschiedlich eingeschätzt werden. Es ist ganz oft so gewesen, dass gute Drehbücher abgelehnt wurden und dann aber zum Welterfolg mit irgendeiner kleinen Produktionsklitsche geworden sind. Und das ist so ein Film, Stand By Me. John Cusack habe ich gerade noch entdeckt, ist irgendwo... Ja, das ist der sozusagen in der Rahmenhandlung in den 80er Jahren als Erwachsener die Geschichte erzählt. Mhm. Ah, okay, krass. Ja, habe ich noch nie gehört, Frank. Interessant. Von dem Film? Ja, sorry. Manchmal hat man eine Bildungslücke. Es tut mir echt leid. Das musst du nicht leid tun. Dann freue ich mich, dass ich dir den empfehlen konnte. Oh, ja, okay, cool. So, final round. Ding, 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 ding. Hier. Ja, und zwar, ich habe noch mal einen schnellen, kurzen. Und zwar geht es da wieder weniger um den Inhalt als um die Form. Und zwar geht es um einen Film, der, haue ich jetzt den ältesten Film überhaupt raus, den wir heute hier nennen. 1947, hat es heute schon jemand unterboten? Nein, 1947. Nein. Okay. Die von Bagdad war vorher. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass den keiner von euch kennt. Denn Die Dame im See heißt der Film, ist ein Film noir aus dem Jahr 1947. Und das Besondere an dem Film, hat auch eine echt gute Handlung, aber er ist aus der Ich-Perspektive gefilmt. Das heißt, man muss sich vorstellen, dass man durch diesen Film geführt wird, wie wenn man einen Ego-Shooter zockt. Also man ist der Protagonist und schaut als der Protagonist durch den Film. POV. Point genau, of view. Es ist ein POV-Spielfilm aus dem Jahre 1947 und es ist bis heute eine der wenigen kommerziell annähernd erfolgreichen Filme, die auf die Art und Weise gefilmt wurden. Und es ist so ein Detektivfilm, also es ist eigentlich wie ein klassischer Krimi, da will dieser Hauptdarsteller, durch den man die ganze Zeit den Film anschaut, eben ein Verbrechen aufklären. Und das ist auch gut erzählt. Ich habe den Film geschaut und der ist auch amüsant inhaltlich und gut gemacht. Aber das ist halt abgefahren, weil es gibt immer mal wieder, es gibt zwei oder drei Szenen in dem Film, wo er in den Spiegel schaut und dann sieht man aber halt nicht die Kamera. Mhm. Sondern den Schauspieler. Und dann merkt man, dann erkennt man sich zum ersten Mal im Spiegel und merkt, durch wessen Körper man die ganze Zeit schaut und wer man eigentlich ist in dem Film. Also es gibt auch einen Grund, warum diese Filmtechnik eigentlich nie angewandt wird, weil man könnte ja überlegen, ja, es gibt so viele Arten und Weisen, Filme zu erzählen, auch noch heute. Warum wird das nicht öfter gemacht? Und ich kann es euch natürlich sagen, ich habe da mal was vorbereitet. Das Experiment mit der subjektiven Kamera wie in Die Dame im See gilt allgemein als gescheitert. Diese Erzählweise hat sich nicht durchgesetzt, da die durchgängige Perspektive einer subjektiven Kamera offensichtlich auf technische, physiologische und psychologische Hindernisse stößt. Das Blickfeld der Kamera funktioniert nicht wie das menschliche Auge und der starre Blick der Kamera macht alles gleichwertig, denn die Kamera kann keine Emotionen zeigen und dementsprechend gelangweilt, freudig oder traurig reagieren. Also woran das Ganze scheitert, ist letztlich die Tatsache, dass du ja nie weißt, was derjenige, in dessen Haut du dich befindest, denkt, fühlt und so weiter, das lässt sich ja nur abbilden, wenn er davor stehen würde.
jetzt habe ich euch quasi einen total beschissenen Film empfohlen, weil ich ja gerade erzählt habe, dass es eigentlich nicht funktioniert. In dem Film geht das Experiment aber auf, deswegen ist er auch bekannt und weil er das eben geschafft hat, das gut umzusetzen. Aber ja, die Dame im See, abgefahren, auch so ein ganz altes Filmcover, ihr seht es ja quasi hier gerade neben mir, nur sehe ich selbst nicht. Eine Filmempfehlung von mir und ein letzter meiner 10 besonderen Filme. Over and Out. Ist nochmal sehr interessant, diese POV-Filme, weil tatsächlich davon gibt es extrem wenige. Ich habe jetzt gerade mal überlegt, mir fällt tatsächlich nur dieser Cliff Owen-Film The Gamer ein, wo man sozusagen das POV wie in einem Computerspiel hat, wo okay. aber quasi, ich weiß nicht, wer den von euch kennt, da werden halt echte Menschen wie Avatare von anderen Menschen gesteuert, ja, und dann halt auch in solche Ego-Shooter-Szenarien gestellt und die können sich halt nicht wehren, die werden irgendwie über neuronale Gedächtnis-Dingsbums. Da ist diese Perspektive relativ oft angewandt und ich erinnere mich an den Film mit Ralph Fiennes, Strange Days. Da ist das quasi auch noch direkt das Themenelement. Da geht es in dem Film darum, dass sozusagen Erlebnisse aufgezeichnet werden und andere können die dann sozusagen, die setzen sich irgendwie so ein Ding auf den Kopf und können das dann nachempfinden und erleben das dann so wie derjenige, bei dem es aufgezeichnet wurde. Ja, da hast du natürlich auch ganz oft diese POV-Perspektive, wenn die das sehen. Aber das stimmt, es funktioniert eigentlich nicht. Ja, weil du sehr limitiert. Es ist zwar ein Point of View, aber du bist nicht der Point of View, sondern es ist trotzdem eine Kamera, die emotionslos ist. Das habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber es stimmt. Deswegen bei einem Computerspiel kannst du halt wenigstens was machen. Da ballerst du. Das steuerst du selber, ja. Genau. Deswegen hat bei mir Blair Witch Project auch nicht funktioniert. Immer aus einem Film, der immer nur aus der Subjektiven erzählt, kann ich nicht gucken. Das ist vom ersten Moment an so, ach shit, bleibt das jetzt die ganze Zeit so? Wirklich? Ach, kacke, zack. Da fehlt dann irgendwie die Filmillusion fehlt dann einfach, mehr oder weniger. Okay, aber das war jetzt dein letzter, Aaron. Vielen Dank. Jetzt Stoner, was hast du denn für dich, für uns aufgehoben bis zum Schluss? Ich weiß es ja schon, deswegen. Ah, mein letzter Film ist wirklich auch ein Geheimtipp. Ein Film aus Deutschland. Ja. aus Deutschland, aus Mitteldeutschland sogar, wo ich ja selber lebe. Ein mitteldeutscher Film, der auch Musik zum Thema hat, was auch eins meiner Steckenpferde ist. Der Film heißt Schulze Gets the Blues. Und Schulze Gets the Blues ist wirklich großartig. Das ist auch Low-Budget-Film. Der ist von wann ist der? 2003. Und ganz einfach die Handlung, Schulze, gespielt von dem großartigen Horst Krause, der übrigens auch lange Jahre hier in Chemnitz, damals noch Karl Marx, schon, ich glaube in den 60ern war der schon Schauspieler hier. Also es hat auch viel Bezug eben zu der Stadt, wo ich lebe. Irgendwie ist auch, glaube ich, einer der Produzenten von dem Film ist auch irgendwie Chemnitzer. Auf jeden Fall trinken die auch Chemnitzer Bier. Das ist Braustolz, glaube ich, die Brauerei, man kann es erwähnen. Die haben so als einzige diesem Film ein bisschen was fürs Budget gegeben. Und da trinken die dann Chemnitzer Bier. Aber der Film spielt eigentlich in Sachsen-Anhalt, also in der Provinz irgendwo hinter Halle. Und Schulze ist ein, der kommt in Rente, ist ein Arbeiter, hat dort hier Kohle immer gearbeitet, Kohlebergbau, und dann kommt er in Rente. Und das Leben ist halt dann so dermaßen provinziell und auch so ziemlich übersteigert auch gezeichnet. Ganz entschleunigter Film. Oftmals sind dann einfach nur so 1-2 Minuten oder sowas, ist nur die Landschaft dort in Sachsen-Anhalt halt zu sehen. Landschaft, die auch eine Industrielandschaft ist, also beides irgendwo, ja. Aber alles so in diesem vergangenen DDR-Größen und so. Und Schulze geht dann in die Rente. Und das Einzige, was er dann in seinem Leben irgendwie noch gibt, ist halt Strebergarten und hier in die Kneipe gehen und dann den lokalen Musikantenverein. Weil Schulze ist Musiker und der spielt so Akkordeon. Ja? Und da spielen sie halt immer so Untertermusik, so halt so Polka und sowas. Ja? Und dann, und es ist total langweilig, das Leben, nichts passiert. So. In dem Film passiert auch einfach dann so ganz wenig. Und dann kommt irgendwann dieser entscheidende Moment und ich bin auch Radio-Jockey und das Radio als Tor zur Welt. Irgendwo nachts, er kann nicht schlafen, fummelt er so an seinem Radio rum. Ja. Und es ist irgendwann kommt er auf so einen Sender und dort läuft eine ganz andere Musik. Dort läuft Zydeco. Und Zydeco ist so eine Musik, die kommt aus Louisiana. Das ist so eine Mischung,
dieses französische Erbe ist dort drin, und es sind aber was die Schwarzen, die im Mississippi Delta auch, was die so draus machen. Das ist also so ein schneller Blues, aber gespielt mit Akkordeon, mit so einem auch in Frankreich eben populären Instrument damals. Und das ist so Akkordeon Blues, wenn du willst, so sehr schnell Tanzmusik, wild, frivol direkt. Ja? Und er hört es dann nachts so. Und er erkennt halt, es ist sein Instrument, aber das ist so anders. Und das irritiert ihn zuerst, weil er kommt dann immer wieder zurück. Und dann hört er so. Und es lässt ihm keine Ruhe. Dann fängt er selber an, so zu spielen. Und er schafft sich selber, das so beizubringen. Aber sein Umfeld wiederum, als er das dann so vorspielt beim nächsten hier im Musikantenverein-Treffen, ey, die lehnen es halt alle komplett ab, ey. Was ist das für eine Negermusik und so? Das ist ganz furchtbar. Und er ist halt so ein Fremder irgendwie. Er entfremdet sich von seiner eigenen Herkunft, von diesem Spießigen. Und dann, wie es das Schicksal so will, bekommt dieser Musikantenverein eine Einladung von der Partnerstadt in irgendwo in Texas. Und einer von den Leuten aus dem kleinen Kaff in Sachsen-Anhalt kriegt ein Freiticket nach Texas, und die Wahl fällt auf Schulze, und er fliegt halt dort tatsächlich dann in den Süden der USA. Und ey, diese Party, also die dort feiern, ist natürlich nur eine groteske, so ey, ein klischeehaftes Abbild, wie halt die Amis irgendwie deutsche Volksfeste feiern, und es widert ihn einfach nur an. Und dann irgendwie das Leben selbst führt ihn, er lässt dann los, es ist fast so ein katharsischer Moment, er lässt einfach los, und dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, er kommt dann auf so ein Boot, und mit dem Schiff dann kommt er so in diese Bayous rein, in diese in den Südstaaten, diese Feuchtgebiete, diese Swamps, und er kommt dann ins Mississippi Delta, nach Louisiana, und er kommt dann wirklich ins dort, wo Amerika am schwärzesten ist, und er taucht dann eben ein in diese schwarze Blues-Kultur, und kommt dann in irgend so ein Shack, wo halt dann tatsächlich so Zydeco-Musik läuft, und findet dann auch noch die Liebe seines Lebens. Und weiter will ich es noch nicht spoilern. Großartiger Film, ey, der sowohl eben ein Heimatfilm, der unsere Heimat irgendwie zeigt, aber eben auch dann ja, dieses Ausbrechen und dann in den Süden rein. Alles Dinge, die irgendwie auch in meinem Leben mich tangieren. Die Musik, Mitteldeutschland. Der Film ist der Hammer. Ich habe den gesehen damals. Du kennst ihn sehr gut. Den schaut man auch einmal an, und dann erlebt er die Bilder, wie die gezeichnet worden sind von Anfang von Sachsen-Anhalt. Ich will jetzt nichts sagen, Sachsen-Anhalt bestimmt ein schönes Land, aber so wie das da ausschaut, willst du nicht tot über den Zaun hängen. Wirklich so. Das war so trostlos, diese Bergbaulandschaft. Und das war alles nur deprimierend am Anfang. Und dann findet er da in seinem Alter mit seiner Art plötzlich wo ganz anders seine eigentliche Passion und sein großes Glück. Diese Transformation, das ist wirklich fantastisch, ja. Und mein letzter. Ganz kurz hier, der Schulze, der hat ja dann auch sein Erweckungsmoment quasi, wie bei der hier der Heldenreise, den Call to Action durch dieses Radiolied. Weißt du, dachte ich so, ja, okay, echt geil, erkenne ich nicht, ist auch notiert, ja, okay. okay, Robert. Ich habe nochmal Hitchcock am Start. Und für mich einer der nettesten Hitchcock-Filme, der so ganz und gar nicht Hitchcock-mäßig daherkommt, wie man es eigentlich denkt, sondern es ist Über den Dächern von Nizza. Ah. Cary Grant, Grace Kelly, und diese Filmaufnahmen waren ja auch schicksalshaft für Fürstin Gracia Patrizia von Monaco, die durch diese Filmaufnahmen dann bei einem Fototermin im Palast dem Fürsten vorgestellt worden ist, und es hat sich eine Liebschaft angebandelt, und die haben dann also quasi eine Fernbeziehung, und bevor sie überhaupt nur einmal Sex hatten oder sonst irgendwas, haben die sich beschlossen, dass die jetzt heiraten. Das muss man sich mal vorstellen, weißt du, so die hatten nichts eigentlich, außer dass sie sich kennengelernt haben, und dann haben sie 8 Monate lang miteinander korrespondiert und sind eingekommen, gut, das machen wir jetzt. So, okay, das könnte funktionieren. Bizarr, aber so ist es geworden, und auch schicksalshaft natürlich dann in dem Film selber, wo diese eine Szene kommt, wo sie mit Cary Grant dann in diesem offenen Cabrio unterwegs ist, genau die Straße ist ihr dann auch später zum Verhängnis geworden, wo sie dann, ich glaube 1982, den tödlichen Unfall hatte, und Grace Kelly, für mich eine der schönsten Frauen auf dieser Welt, wirklich, die ist so klassisch endlos schön, die hatte so diesen, ja, dieses, ich weiß auch nicht, wie man das ausdrückt, aber so diese klassische Schönheit einfach, das würde heute wahrscheinlich gar nicht mehr funktionieren, und Cary Grant als einer der Großen von Hollywood damals, eine tolle
filmische Umsetzung von der Côte d'Azur hat mir schon öfters gefallen und ich freue mich auf die englische Version, die habe ich neulich mal entdeckt, die werde ich mir an einer Sommernacht mal geben hier. Das war meine, nicht Nummer eins, aber meine letzte Vorstellung für heute. Hat auch mein Bild von der Côte d'Azur nachhaltig geprägt. Ich war nämlich nie an der Côte d'Azur und wenn ich an die Côte d'Azur denke, denke ich, dass es ist meine Realität, die ich davon habe, eigentlich eine Medienrealität so durch diesen Film, weil man ist da extrem in diesem, ja fast schon so, in diesem mediterranen, so tropischen, wie da alle rumlaufen und so, das ist wunderschön. Ist es auch diese, hat sie auf dieser Autofahrt dieses Kopftuch, das haben doch einige in den Hitchcock-Filmen, oder? Mhm. Das ist auch so eine ikonische Szene, wie sie da aussieht, einfach so wunderschön, ja, okay. Da habe ich auch gesehen. Im Cabrio, und die Frauen hatten ja damals in den 60ern und 50 und so, halt ja wirklich aufwendige Frisuren, und damit die halt nicht einfach durch den Frappen kaputt geht, deswegen das Kopftuch, also wirklich um die Frisur zu schützen, so. Mhm. Yes, also mein... Kenn ich aus mit, weißt du? Na klar. Nein, machst du ja gerade nicht anders im Cabrio. Na, komm, du, weißt du, ich schütze auch nur meine Fliese hier. Hier im Raumschiff ist auch manchmal, zieht's manchmal. So, Frank, jetzt. So, ja. Letzter Film für heute. Ding, ding, ding. Was habe ich mir wohl für den Schluss aufgehoben? Wahrscheinlich einer der bekanntesten Filme von allen Filmen, die ich heute aufgezählt habe. Und zwar mein Lieblingsfilm mit Bill Murray. Und täglich grüßt das Murmeltier. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und ich weiß, es gibt eine Menge Filme, über die ich das schon gesagt habe. Aber der ist wirklich einfach so wunderschön. Und vor allen Dingen kann man den auch mit seinen Kindern gucken. Und er ist auch immer wieder witzig und spannend. Und die Idee ist einfach so charmant. Ja, dieser Phil, ja, gespielt von Bill Murray, so ein mufflicher und ekliger Fernsehmoderator, ja, der halt irgendwie nach irgendwo ins Hinterland geschickt wird mit einer Journalistin und einem Kameramann, um den Murmeltiertag zu filmen, ja, und das nervt ihn schon total, dass er im Prinzip für so einen Mist daherhalten muss, und er geht da auch total genervt ran und macht halt seinen Ansager und ist eigentlich nur das Ekel, das irgendwie schnell wieder nach Hause kommt. Groundhog Day, genau. Und jetzt bricht aber ein Schneesturm herein und die können nicht nach Hause und so ein Mist, der muss jetzt noch mal in diesem Hotel schlafen, ja. So, und das macht er nun und ist genervt und so. Und am nächsten Tag früh um 6 klingelt der Wecker und was ist? Sonny und Cher. Ist schon wieder Groundhog Day, ja. Es ist nicht der nächste Tag, sondern es ist schon wieder der Tag, der ihn so genervt hat, ja. Und er steht halt auf und wundert sich irgendwie, selbe kommt im Radio draußen irgendwie, noch kein Schneesturm da, komisch. Dann verlässt er sein Hotel und dieselben Leute wie am Vortag begegnen ihn, ja, und tun so, als ob sie ihn zum ersten Mal sehen und nicht schon am Vortag. Was stimmt denn hier nicht? Und er ist halt plötzlich in einem Szenario gefangen, wo er dazu verurteilt wird, jeden Tag eben den gleichen Tag zu begehen. Und ich finde halt den Film so gut gemacht, weil er halt viele Aspekte in diesem Szenario auch bedacht hat. Ja, wie würde sich ein Mensch wirklich verhalten, ja, wenn er die Erkenntnis bekommt, jeden Tag derselbe Tag, ja, da findet keine Entwicklung statt. Alles, was du machst, ist am nächsten Tag nicht mehr existent. Das ist völlig für die Katz. Und er beginnt halt erstmal den Leuten, ja, zu seinem Kameramann und vor allen Dingen eben der Journalistin, die da ihn begleitet, ihr das klar zu machen, welches Problem er hat. Wichtig, ja. Frank, du hast und das macht er halt jeden Tag. Wichtig, ja. Er selber erinnert sich dran, aber alle anderen nicht. Genau, er erlebt immer denselben Tag und die anderen aber nicht. Aber er kann die Dinge, zum Beispiel fängt er an mit Klavierspielen und er wird jeden Tag immer besser, weil er es ja dann schon so oft macht. Also alle anderen vergessen, nur er nicht. Er fängt an zu Klavierspielen, weil er ist eigentlich, er möchte halt diese Frau umkriegen, seine Kollegin, aber am Tag vorher war halt voll das Arschloch zu ihr und arrogant und hat die niedergemacht und die hasst ihn. Und er hat einen Tag Zeit, einen Tag eine Schamoffensive zu starten, um am Abend, bevor er dann wieder ins Bett muss, um wenigstens einmal mit ihr zusammenzukommen. So. Und wie machst du das in einem Tag, dich von einem kompletten Arschloch zu jemand zu machen, den die Frau vielleicht akzeptieren würde. Und dann lernt er Klavier jeden Tag, bis er irgendwann perfektes Künstler und er ist kreativ und alles. Hammerfilm, ja. Mega Story, so die Einfälle auch. Ja, Kult.
Kult, definitiv Kult, ja. Also, danke, dass du den Film noch mit reingebracht hast. Der hat auf jeden Fall, der muss auf jeden Fall auch drin sein. Bill Murray, Andy McDowell, 1993, täglich grüßt das Murmeltier, fast 30 Jahre. Wird eigentlich logisch erklärt, warum es dazu kommt? Also, es gibt ja irgendwie so eine Zeitverschiebung, irgendwas stimmt ja nicht. Oder wird es einfach völlig fiktional da reingeworfen in den Film? Ja, oder? Das wird überhaupt nicht erklärt. Ja. Okay. Am Ende kann man sich das dann vielleicht irgendwie denken, warum er sich sozusagen aus dieser Schleife befreit hat, aber warum das so ist, das ist ja aber oft so, weißt du, so dieser Selbstfindungstrip. Und ganz oft hat man in Filmen irgendeinen fiktionalen Quatsch, der völlig unrealistisch ist, wie eben in diesem Beispiel, aber es spielt keine Rolle, ja, weil im Film darfst du das. Und es wird dann dadurch glaubwürdig, wenn sich der Protagonist selber erstmal drüber wundert. Ja? Und schon ist es irgendwo glaubwürdig, weil es kann ja nicht sein. Solange der Film das so darstellt wie, es kann ja eigentlich nicht sein, aber es ist so. Ja? Gehe ich damit? Ja? Und ja, nochmal, und täglich kriegst du das Murmeltier. Das ist wirklich ein Must-See. Den muss man gesehen haben. Muss man angucken. Den muss man. Keine Fehlempfehlung, ja, sondern Film gucken, Hausaufgabe. Drohung von Frank Höfer. Den muss man definitiv gesehen haben. Nein, das nicht. Es ist einfach ein wunderschöner Film. Man vergibt sich was, wenn man das nicht guckt. Ja, definitiv. Ja, Freunde, jetzt haben wir eigentlich hier unsere Session wieder durch. Und wahrscheinlich für die Zuschauer da draußen ist es auch so, manche warten die ganze Zeit, hey, aber der Film muss doch noch kommen. Und jetzt haben wir alle unser Pulver verschossen und da haben wir wirklich manche Meisterwerke wieder nicht erwähnt, wie es halt so ist. Wir haben aber auch gesagt, das ist keine Liste, die vollendet sein muss. Es sind auch nicht unsere Rankings, einfach mal 10 Sachen, die wir raushauen. Und vielleicht machen wir es auch nochmal und vielleicht kommt der Film, auf den du gerade noch wartest, warum ist der nicht genannt worden? Vielleicht kommt er beim nächsten Mal, wenn wir das mal fortsetzen. Und liebe Zuschauer, wenn ihr es ohne Cheaten, organisch, ohne Skippen bis hierher gebracht habt, dann seid ihr jetzt von den Gold-Membern zu den Platin-Membern aufgestiegen hier im Noviso-Club. Herzlichen Glückwunsch. Ja, definitiv. Also, in diesem Sinn, wir sehen uns wieder in anderer Zusammensetzung, aber mit dem gleichen Raumschiff. Ich freue mich, wenn wir wieder abheben dürfen. Bis zum nächsten Mal. Danke, Jungs. Aaron, war sehr cool, dass du dabei warst. Ja, cool, dass danke für die Einladung. Gerne wieder, Jungs. Yes. Ja, auch für deine Filmauswahl. Super, danke. Ja. Du hast mal nochmal einen ganz anderen Aspekt auf die Filmauswahl gelegt. Ja. Sehr gut. Alles klar, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Hasta la vista, baby. I'll be back.